Liebe Freunde und Kameraden, als ich nach Hettendorf fuhr, verabschiedeten mich in Hamburg Plakate von der SPD. Die luden ein zu einer Veranstaltung von der Ausländergesetzgebung zum Einwanderungsrecht. Umrahmt das Ganze durch irgendeinen chilenischen Sänger. Man muss ja auch immer etwas Kultur bieten, das ist klar, wurde auch gleich angekündigt. Und man lasse sich das also jetzt mal wirklich durch den Kopf gehen, diese Formulierung. Gesetzgebung ist ja irgendwo was Schlechtes. Das ist also Gesetze, ja, Gesetzgebung, das ist der Staat, da gibt es ein Gesetzesblatt, das ist nicht so gut. Recht ist ja was ganz anderes. Das heißt, Ausländergesetzgebung, und aus war ganz groß geschrieben natürlich, das andere klein, zum Einwanderungsrecht. Ein ist natürlich was viel Schöneres als aus, als abgrenzend, als raus. Das heißt also, es wird schon in der Wortwahl, genau wie früher bei der Umfälschung der Fremdarbeiter zu den Gastarbeitern, eine Auswahl getroffen. Es wird also uns etwas nahegelegt, nämlich das Einwanderungsrecht. Und das ist eine recht neue Entwicklung. Denn bis vor nicht allzu langer Zeit war es so, dass alle politischen Kräfte hier im Staat gesagt haben, wir sind kein Einwanderungsland. Das sind wir nach dem Gesetz natürlich auch heute nicht. Das ist klar. Anders als die USA, die irgendwo mal in der Verfassung so einen Satz drin hatten, woran sie sich natürlich auch nicht halten. Das ist klar, dass sie so eine Heimat der Verfolgten der ganzen Welt sein wollten. Das waren wir nie. Die Bundesrepublik hat sich nie als Einwanderungsland definiert. Und bis weit in die 80er Jahre hinein konnte man also Bundeskanzler Kohl laufend tönen hören, wir sind kein Einwanderungsland. Diese Worte sind verklungen. Wir haben heute nicht mehr ganz klare Formulierungen in der Richtung, dass wir kein Einwanderungsland seien. Und die Entwicklung dazu ist ganz langsam geebnet worden. Einige Zitate will ich dazu geben. Seinerzeit unter Bundeskanzler Schmidt ist der Planungschef im Bundeskanzleramt Müller gefragt worden, ob es ihn gleichgültig lassen würde, wenn in 100 Jahren alle Menschen hier Mustafa, Mohammed und Ali heißen würden und statt Anzug dann orientalische Gewänder und vielleicht den Turban tragen würden. Da hat er gesagt, wenn das friedlich vor sich geht, die Entwicklung, dann hätte er persönlich überhaupt nichts dagegen. Inzwischen ist er allerdings, das muss man gerechterweise auch sagen, zu einer besseren Auffassung gelangt. Auch solchen Leuten muss man ja zubilligen, dass sie dazulernen können, selbst wenn sie also im Dienste dieses Staates gestanden haben. Und er hat ein Buch allerdings unter Pseudonym geschrieben, das ganz scharf die gegenwärtige Ausländerpolitik hier als falsch und verfehlt brandmarkt. Die Bremer Professoren Heinsohn und Steiger haben schon 1980 gesagt, sie fänden ein vielfältiges Gemisch hier besser als die öde massierter Teutonenhaufen. Muss ich das mal so auf der Zunge zergehen lassen. Diese massierten Teutonenhaufen sind es nämlich, die mit ihren Steuergeldern diese Herrschaften bezahlen. Wir haben weitere Äußerungen in dieser Richtung gehabt, natürlich einerseits von Leuten, die daran interessiert ist, Herr Baum beispielsweise von der FDP, einer derjenigen, die dort den linken Flügel ausmachen, hat natürlich ein Interesse daran, dass mehr Ausländer reinkommen. Seine Vorfahren sind ja auch aus dem Vorderen Orient zugewandert. Und deswegen ist es natürlich selbstverständlich, dass er sich hier stark macht. Wobei wir also ein großes Problem schon haben. Alle die Ausländer, die hier reinkommen, haben ein Interesse daran, dass mehr Ausländer hereinkommen. Das heißt, das ist eine Art Schneeballeffekt, der sich ergibt. Jeder Ausländer mehr, der hier drin ist, führt zu mehr Ausländern, die wollen nämlich ihren Standpunkt stärken. Und jede Mischehe, die hier geschlossen wird, führt zu mehr Mischehen, führt nämlich dazu, dass die sagen, wir wollen das, was eigentlich hier so im Volke nicht so ganz gut angesehen ist, die wollen dieses als Normfall machen. Es soll also die Mischehe als Normehe eingeführt werden. Mertens von der Bundesanstalt für Arbeit hat auch schon 1980 gesagt, wir sollten in der Bundesrepublik gezielt eine Einwanderungspolitik betreiben, und zwar aus arbeitsmarktpolitischen Erwägungen. Wir sehen nun heute, 14 Jahre später, was daraus geworden ist. Wir haben heute eine Arbeitslosigkeit, wie sie seit 45 beispiellos gewesen ist. Und da redet natürlich kaum einer mehr davon, dass man jetzt Einwanderer bräuchte. Bis auf irgendwelche ganz Verquerdenkenden. Irgendein Institut der deutschen Wirtschaft hat vor gar nicht so langer Zeit gesagt, wir bräuchten 200.000 Einwanderer im Jahr, um unsere Wirtschaft voranzubringen. Das ist natürlich total verrückt. Wir haben also
zwischen 4 und 5 Millionen Arbeitslose, genau weiß man das gar nicht genau, weil die ganzen Vorruheständler und diejenigen, die also jetzt Kurzarbeit machen und die müssen ja eigentlich alle mit einbezogen werden. Und da stellt sich tatsächlich jemand hin an Institut für deutsche Wirtschaft und sagt, wir bräuchten noch 200.000 Ausländer im Jahr. Der Bundesbürger, der glaubt das, das hat ja irgendein Institut für Wirtschaft gesagt, dass da die 68er-Generation drin sitzt, die aus ideologischen Gründen etwas ganz anderes will, die nämlich hier zur Umgestaltung der gesamten Gesellschaftsordnung Ausländer hereinbringen will, um dann hier eine Revolution zu machen. Das wird dabei verschwiegen. Wir haben in der Schriftenreihe des Bundeskanzleramtes im Jahr 89, also zu Kohls Zeiten, das ausgedrückt gefunden, was Heiner Geißler auch gesagt hat, nämlich wir bräuchten 10 Millionen Ausländer. Geißler hat ja gesagt, ich weiß nicht, warum nur gerade 10, warum, man könnte ja genauso gut 20 sagen oder 30 oder so, warum ist bei 10 Schluss? Vermutlich ist das so eine allmähliche Gewöhnung an uns. Wir haben eben so zwischen 6 und 7 Millionen und 10, das ist dann also etwas mehr, aber eben noch nicht so wahnsinnig viel mehr, dass jetzt das Volk aufbegehrt. Also das gegenwärtige Nahziel der ganzen Einwanderungspolitiker sind 10 Millionen. Geißler hat das gesagt, ohne Begründung natürlich, wir bräuchten 10 Millionen. Und in diesem Buch von der Schriftenreihe des Bundeskanzleramtes 89 steht auch, Ziel müsse sein bei uns 10 Millionen Ausländer. Und dann steht da natürlich drin, dass das von der deutschen Bevölkerung so nicht gewünscht wird. Darüber ist man sich ja im Klaren. Das war vor den ganzen Asylantenanschlägen. Darüber war man sich im Klaren, dass das deutsche Volk das nicht will. Und dann hat man gesagt, das sagt auch dieser Rürup, die deutsche Bevölkerung müsste vorbereitet werden auf diese 10 Millionen Ausländer, weil sie eben nicht willig sei, diese Ausländer zu haben, müsse sie Vorbereitung werden. Es müsse eine Durchmischung in den Stadtvierteln erfolgen, um also dort das mit vorzubereiten, in der irrigen Auffassung natürlich, dass wenn die Leute sich möglichst nahe kommen, sie sich dann auch möglichst verständigen. Man sieht im Libanon, wie hervorragend sowas funktioniert, oder in Jugoslawien, wo also eine Durchmischung der Bevölkerung dann also ja dazu geführt hat, dass die Menschen sich freudig, wenn sie sich sehen, also auf die Schulter klopfen. Man braucht dann nur mal im Fernsehen zu sehen, dass sie sich auf die Schulter nur dann knopfen, wenn sie also in der anderen Hand einen Dolch haben, um dann also zuzustechen. Das ist die Folge dieser Durchmischung. Aber man sieht die Erfahrung überall anders, es stört nicht weiter. Man ist ja kein Erfahrungswissenschaftler, sondern man hat seine vorgefasste ideologische Meinung und die sagt, jeder Gegensatz zwischen Völkern kommt nur daher, dass sie sich nicht genügend kennen. Wenn sie sich genügend kennen würden, dann würden sie nicht miteinander streiten. Wenn sie sich miteinander streiten, können sie friedlich miteinander leben. Also durchmischen wir sie, damit sie sich möglichst gut kennenlernen. Und dann ist es also möglich, dass sie friedlich zusammenleben. Wir haben demgegenüber bei der deutschen Bevölkerung eine ganz andere Auffassung zu diesen Dingen. Die sind eben nicht ideologisch verblendet. Und ich will mal zu dieser Behauptung, wir haben sie ja gerufen, das ist ja auch immer so ein moralisches Argument, wir haben das heute Morgen gehört. Bei uns, gerade bei den Deutschen, zählen natürlich moralische Argumente ganz besonders. Und eins dieser Argumente ist immer, wir haben sie ja gerufen. Ich frage Sie, haben Sie sie gerufen? Ich habe sie nicht gerufen. Ich möchte mal wissen, also der kann ja jetzt mal den Arm heben hier im Saal, wer die Ausländer gerufen hat. Also ich sehe jedenfalls in diesem Saal sehe ich keinen, der sie gerufen hat. Das heißt also, ich habe auch noch keinen gefunden, der sie gerufen hat. Was richtig ist, dass es zeitweilig mal Anwerbeverträge gab der deutschen Wirtschaft in den Jahren 60 und folgende. Das ging bis 73, das ging nur insgesamt 14 Jahre lang. Wo also Kontingente von Arbeitskräften angeworben wurden, zunächst mal in Italien, dann später noch auf Griechenland, Türkei, Spanien, Portugal, sogar Marokko, Tunesien ausgedehnt. Dort ist aber gesagt worden, ihr Leute, ihr könnt nicht einwandern. Von Einwanderung war da gar nicht die Rede, sondern es war von Gastarbeitern die Rede. Ihr könnt hier eine begrenzte Zeit arbeiten, solange wir für euch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Insofern, solange die Arbeitskraft gebraucht wird, könnt ihr hier euer Geld verdienen und hinterher geht ihr wieder zurück. Das war das Konzept. Da war also nicht von Rufen die Rede, sondern da war von der begrenzten Möglichkeit, für eine bestimmte Zeit zu arbeiten, die Rede. Das also ist bei diesem Ruf also schon völlig verkehrt. Und wenn man die amerikanischen Verhältnisse sieht, liegt das natürlich ganz anders. Nun, was hat die deutsche Bevölkerung dazu gesagt? Und da gibt es ja immer die Meinungsforschungsinstitute. Und Frau Nölle-Neumann hat das also mal zusammengestellt. Wir haben 1956 die erste Umfrage. Da ging es darum, ob italienische Gastarbeiter nach Deutschland kommen sollten oder nicht. Und trotz der Tatsache, dass Italien also ein Achsenpartner gewesen war, waren damals 55% der Deutschen dagegen, dass italienische Gastarbeiter herkommen. 20% waren dafür. Also das deutsche Volk hat sich jedenfalls nicht gerufen. Inzwischen sind über 700.000 hier.
Aber wie gesagt, gegen den Willen der deutschen Bevölkerung. 1964 gab es eine weitere Umfrage, die recht interessant ist, weil nämlich ein weiteres Argument, wieder dieses moralische Argument, wir wollen ja gar nicht mehr so viel arbeiten, weil wir zu faul sind, sind wir gezwungen, Gastarbeiter reinzuholen. Dieses Argument kann man ebenfalls mit einer Umfrage kaputt machen. 1964 hieß die Frage, wenn die Arbeitszeit in der Bundesrepublik eine Stunde länger pro Woche wäre und dadurch keine Gastarbeiter hier benötigt würden, würden Sie das begrüßen oder nicht? 70% der Männer würden das begrüßen und 64% der Frauen würden es begrüßen, eine Stunde mehr zu arbeiten, um dadurch ausländische Gastarbeiter überflüssig zu machen. Also auch da kann überhaupt keine Rede davon sein, dass hier unsere Bevölkerung gesagt hat, wir wollen nicht mehr arbeiten. Im Gegenteil, sie waren bereit, mehr zu arbeiten, zusätzlich zu arbeiten, und man hätte das über Steuervergünstigungen für Überstunden oder Ähnliches regeln können, problemlos, wenn man es gewollt hätte. 1965 war es so, dass 51% für das Hereinholen von Ausländern bei extremen Mangelsituationen auf bestimmten Arbeitsplätzen waren, 27 waren dafür. Also auch in solchen Extremfällen war die Mehrheit der Bevölkerung dagegen. 1967 waren 73% der Meinung, man sollte die Ausländer erst gar nicht erst hereinholen. 73%, also fast 4/5. 1972 wollten 71% die Verringerung der Gastarbeiterzahl. 1979 gab es eine Umfrage in Nordrhein-Westfalen. 50% waren dafür, dass die Ausländer zurückgeschickt werden, 13% für die Integration. Und das vergleiche man dann einmal mit dem, was unsere Politiker machen. Die reden eben nicht von Zurückschicken, die reden von Integration. Das, was also nur 13% der Bevölkerung will. Die wollen, dass die weggehen, dass sie wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Offizielle Politik hier, und zwar von CDU genauso wie von SPD, ist aber die Integration. Das bedeutet also, wenn der letzte Neger einen deutschen Pass hat, ist für die CDU das Problem gelöst. Für die Republikaner im Übrigen auch. Auch das muss man hier mal kritisch anmerken. Herr Schönhuber hat sich also fotografieren lassen mit einer Inderin im Sari, Perle auf dem Kopf. Und das war aber keine Inderin, sondern die war also Mitglied der Republikanerin und hatte einen deutschen Pass. Und deswegen war sie keine Ausländerin, laut Herrn Schönhuber. Also auch bei ihm ist es so, wenn die ihren deutschen Pass haben, dann sind sie integriert, dann sind sie drin. Während mir es also völlig egal ist, ob die einen deutschen Pass haben oder nicht. Entscheidend ist, ob sie in die Gensubstanz hineinpassen unseres Volkes. Das heißt, ob sie uns genetisch ähnlich sind oder nicht. Und das ist mir völlig egal, ob sie einen gleichen oder einen falschen oder sonst oder gar keinen Pass haben. Das sollte für uns das Kriterium sein und nichts anderes. Wir haben das Argument, Einwanderungsland, damit könnte man die ganze Sache regeln. Also es wird uns ja versucht, so ein bisschen schmackhaft zu machen. Er sagt, im Augenblick, da kommen die ganzen Asylbewerber, kommen also wirklich ungebremst herein. Und man hört über die Zahlen sehr wenig. Es waren ja mal 400.000 pro Jahr. Inzwischen sollen das so um die 260.000 pro Jahr sein. Aber Sie kriegen die genauen Zahlen gar nicht mehr raus, weil das aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Genauso wie Sie also auch nicht mehr lesen können, wenn Ausländer Deutsche überfallen, zusammenstechen, totmachen, dann heißt es, 3 Jugendliche haben das gemacht oder 4 Jugendliche. Wenn es Skins waren, steht Skins dabei. Wenn es Türken waren, steht nicht Türken dabei, sondern dann sind es nur Jugendliche. Wenn es Deutsche sind, steht deutsche Jugendliche dabei. Sie müssen also immer darauf achten. In dem Moment, wo die Volkszugehörigkeit nicht erwähnt wird, wissen Sie, es sind Ausländer. Weil es eine, ja, das ist tatsächlich so. Es gibt also eine Anweisung an die Presse, über die Nationalität von Verbrechen dann nicht zu berichten, wenn es Ausländer sind. Das heißt, es wird dann also nur noch erwähnt, wenn es Deutsche sind oder Skinheads sind oder sonst was. Wenn es Ausländer sind, darf darüber nicht mehr berichtet werden. In England ist es sogar noch schlimmer. Da gibt es also ein Gesetz, das verbietet der Presse, über die Rassenzugehörigkeit eines Verbrechers zu berichten, um die Rassenharmonie nicht zu gefährden. Mit anderen Worten, es wird unter den Teppich gekehrt. In dem Moment, wo nämlich in England bekannt würde, dass 80% der Morde von farbigen Engländern begangen werden, da führt das natürlich oder könnte es zu Aufruf führen und zu der Forderung, die nach Hause zu schicken, weil sie also eine erhebliche Gefahr bilden. Genau dasselbe bei uns auch. Es wird unter den Teppich gekehrt. Es darf nicht darüber berichtet werden, selbst wenn es die Fahndung erschwert. Denn es könnte ja wirklich nur wichtig sein, um Täter festzustellen, die mal zu beschreiben.
Auch das wird dann nicht mehr oder erfolgt in solchen Fällen nicht mehr. Im Übrigen ist sowieso so, dass also die Strafverfolgung von Ausländern ja also mehr als nebensächlich betrachtet wird. Und alle diese Dinge, die hier also immer so aufgeputscht werden, die armen Ausländer, wie sind sie verfolgt? Und die Justiz ist auf dem linken Auge, auf dem rechten Auge blind und auf dem linken Auge sieht sie also überscharf. Alle diese Dinge stimmen ja nicht. Ich kann Ihnen ein Beispiel bringen. Ein Skinhead hat also, nachdem er von drei Türken zusammengetreten worden war und auch noch auf dem Boden liegen getreten worden war, hat am nächsten Tag Rache genommen, hat also mit zwei anderen Skins also einen Türken gejagt oder mehrere Türken gejagt. Einen haben sie gekriegt und haben die also auch genauso getreten wie ihn. Der hat rund auch an den Kopf getreten, wobei der einen Jochbeinbruch erlitten hat und drei Tage im Krankenhaus war. Der Skinhead ist also sofort in Haft gegangen, die anderen also auch. Und dieser Haupttäter, der also einen Tag vorher, wie gesagt, von Skinheads vergleichbar behandelt worden ist, wobei er allerdings kein Jochbeinbruch kriegte, sondern also lediglich also ein blaues Auge. Der ist dann also sofort in Untersuchungshaft gegangen, hat sein Verfahren gekriegt vor der Schwurgerichtskammer, weil das alles als versuchter Mord gewertet wurde und hat 5 Jahre ohne Bewährung gekriegt. Umgekehrter Fall. 2 Skinheads stehen also in Halsmeck auf dem Bahnhof und unterhalten sich mit ihren Freundinnen. Da kommen 40 Türken an, die sich zu dem Zweck, um Skins Platz zu machen, getroffen hatten. Das hat einer von denen ausgesagt. Die hatten sogar einen Bus angemietet, damit sie also jetzt mehr Leute zur Verfügung hatten. Die springen also aus ihren Wagen raus, fallen über diese her. Die Mädchen kommen noch weg, die Jungs springen in das Auto rein, wollen starten, schaffen das aber nicht mehr. Das ganze Auto wird also mit Baseballschlägern kaputtgeschlagen. Die werden rausgezerrt, die werden mit Baseballschlägern zusammengeschlagen. Der eine hat also daraufhin Schädelbasisbruch. Der andere, ebenfalls schwer verletzt, kriegt dann zum Schluss noch ein Schweizer Armeemesser in den Rücken gerammt. Die Klinge bricht ab, lebensgefährlich die Lunge verletzt und dann verschwinden die wieder. 6 von den Türken hat man gekriegt über die Autonummern, die sich Zeugen notiert haben. Die haben also auch danach zugegeben. Sie hätten also hier mit teilgenommen an dieser ganzen Geschichte, aber sie hätten, einer hat sogar zugegeben, ist da auch verabredet worden, Skins Platz zu machen. Aber natürlich, ein Messer hätten sie nicht gesehen und sie hätten also nur aufs Auto eingeschlagen, aber nicht auf diese Leute selbst. Juristisch gesehen ist es völlig egal. Wenn ich mit 40 Mann zwar überfalle, dann haften alle 40 dafür, weil die sich sagen müssen, da passiert was und da kann was Lebensgefährliches passieren. Wenn also 40 Skins über 2 Türken so hergefallen wäre, wäre das klar. Die wären von einem Schwurgericht gestellt worden, in Handschellen vorgeführt. Unter 5 Jahren wäre da keiner abgegangen. Und was hat man hier in diesem Fall gemacht? Man hat erstmal niedrig angesiedelt als gefährliche Körperverletzung. Ich war noch Nebenklägervertreter für die beiden Skins, die da waren in Halzenbeck. Und dann war das so, die hatten ein paar linke Anwälte, die haben ein paar Tage verzögert, so 10, 12 Tage. Dann hatte der Richter keine Lust mehr und dann ist das Verfahren auf Kosten der Staatskasse wegen Geringfügigkeit eingestellt worden. Das heißt also, wenn man hier Skins niedersticht, dann ist das so eine Sache, die also ein Kavaliersdelikt ist. Weiterer Fall von der Deutschen Liga. Der Chef der Deutschen Liga in Berlin sitzt mit ein paar anderen zusammen, ganz privat in einem Hinterzimmer, in einer Gaststätte. Eine Bedienung sieht, dass der dort so ist und alarmiert ihren Freund, der also auch ausländische Bedienung, der also Türke ist, der alarmiert wieder ein paar andere, die kommen da vernommt rein, stechen auf die einen, der Ligachef tot, ein anderer schwer verletzt. Klassischer Fall von Mord. Nun ist allerdings derjenige, der das vermittelt hat, kriegt kalte Füße und sagt, ich wollte nur, dass die eine Abreibung kriegen, aber nicht, dass die gleich umgebracht werden. Ich habe die und die informiert. Man hat die also. Die werden verhaftet. Normalerweise Mord, vollendeter Mord hier, auch nicht mehr versuchter. Lebenslängliche Freiheitsstrafe ist zwingend. Ist immer Fluchtgefahr gegeben. Die Leute bleiben in Haft. Was hat man hier gemacht? Man hat gesagt, die haben festen Wohnsitz, hat sie freigelassen. Inzwischen haben sie ihren festen Wohnsitz in die Türkei verlegt. Feierabend. Das heißt also, dieser Mord wird nicht gesühnt. Im umgekehrten Falle wäre das natürlich überhaupt nicht der Fall gewesen. Da wäre 16 Stunden lang verhört worden und da wäre eine ganz riesen Geschichte draus gemacht worden. Und das ist der Skandal. Die Presse lügt nicht, das nicht so sehr, das lügt sie zum Teil auch. Aber was Professor Nölle Neumann sagt, sie bauscht bestimmte Dinge enorm auf. Die 17 Toten in dem Jahr Solingen-Mölln, das weiß also jeder, die 17 toten Ausländer, das weiß also jeder, dass da also 17 Ausländer von Deutschen getötet worden sind. Dass im selben Jahr 966 Deutsche von Ausländern umgebracht worden sind, darunter 27 Kinder, das erfahren Sie nur vom Bundeskriminalamt. Das ist nicht in der Bildzeitung so groß und da steht auch nichts drin und. Dieser eine Türke, von dem ich Ihnen erzählt habe, der da diesen Jochbeinbruch erlitten hat, da sind Riesenbilder in der Bildzeitung gesehen, nicht? Wie er also mit seinem blauen Auge und hier so einen dicken Verband um den Kopf und so weiter und Interview mit der Freundin und mit der Mutter und weiß der Teufel was, eine halbe Seite darüber. Über diesen Skinhead-Überfall, da war überhaupt nichts in der Bildzeitung drin, als da 2 Skinheads platt gemacht worden sind von 40 Türken. Das interessierte als Meldung nicht, ja? Und wenn überhaupt, dann hätte man gesagt, 40 Jugendliche haben
zwei andere Jugendliche überfallen. So, und dann ist das ja für den Bundesbürger nicht bekannt. Aber da das Augenmenschen sind, sagt dann natürlich jeder, ach Gott, wir müssen ja so viel Mitleid haben mit diesem armen Türken, der da also zusammengetreten worden ist. Mit den anderen kann man kein Mitleid haben, weil über die eben nicht berichtet wird. Es werden etliche Dinge unterschlagen. Wenn die über diese 966 Morde an Deutschen genauso umfangreich berichten würden wie über die 17 Morde an Ausländern, dann wäre die Sache in Ordnung. Aber dann wäre ich absolut sicher, dass es keine Ausländer hier mehr gäbe, weil das Volk nämlich schon aufgestanden wäre. Aber das eine wird hochgepusht, das eine wird also verbreitet und das andere, das unterschlägt man. Es passt also hier nicht in das allgemeine Bild. Es könnte also unsere Abneigung gegen Ausländer fördern. Und das bedeutet dann natürlich, dass wir hier eine manipulierte Medienöffentlichkeit haben. Wir wissen das ja alle. Nun, Thema Einwanderungsland. Gucken wir uns noch einmal um. Wie sieht es aus? Kanada ist Einwanderungsland, ein klassisches. Wenn Sie nach Kanada einwandern wollen, müssen Sie 680.000 D-Mark mitbringen. Dann sagen die Kanadier, ist in Ordnung, dann kannst du rein, dann förderst du uns entsprechend. Wenn wir Australien haben, dann ist es so, dass man 500.000 australische Dollar mitbringen muss, das sind etwa 750.000 Mark. Wenn man also als Einwanderer aufgenommen werden will, dann können Sie nach Australien einwandern. Und was ist bei uns? Bei uns muss man nichts bezahlen, wenn man einwandern will. Bei uns kriegt man was, wenn man einwandert. Das ist die herrliche Sache. Eine afghanische Familie, die also in Hamburg angekommen ist, 9 Köpfe, die kriegt an direkter Sozialleistung 5.000 Mark und an Unterbringungskosten nochmal 12.000 Mark. Das sind also 17.000 Mark im Jahr und dazu kommen dann im Monat, nicht im Jahr, um Himmels Willen, 17.000 Mark im Monat, dazu kommen dann noch so Sonderzuwendungen für Kleidung und ähnliche Dinge, Freifahrscheine bei der S-Bahn und. Man kommt also so auf schlappe 240.000 Mark, die diese Afghanenfamilie den Hamburger Steuerzahler kostet. Im Jahr, wie gesagt. Die bringen nicht 240.000, wenn sie einwandern, die kosten 240.000 im Jahr, wenn sie einwandern. Und Schnoor hat also einmal ganz stolz gesagt, das ist allerdings schon eine Weile her, die Bundesrepublik sei vorbildlich, sie sei das einzige Land auf der Welt, was Sozialhilfe für Asylbewerber bezahlt. Das ist nämlich ein ganz wichtiger anderer Punkt, der hier bei der ganzen Asyldebatte immer ausgeklammert worden ist. Viele Länder haben eine Asylregelung, zwar eine schärfere Asylregelung als wir, aber sie haben eine Asylregelung und sagen, dass politisch Verfolgte, echt Verfolgte durchaus aufgenommen werden. Wobei also oftmals die Prüfung direkt an der Grenze stattfindet. Die werden überhaupt nur reingelassen, wenn eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass da eine politische Verfolgung ist. Etliche Länder haben das. Kein einziges Land sagt dann aber anschließend, wenn die drin sind, pass mal auf, du kriegst jetzt Sozialhilfe. Die sagen, sieh zu, wie du zurande kommst. Such dir irgendeine Arbeit und wenn nicht, kannst du auf der Straße vegetieren. In Italien ist es so, ich habe einen Bericht darüber gesehen, die leben irgendwo so auf abgeernteten Feldern, so unter Zeltplanen. Das sind da also irgendwelche Asylbewerber, die reingekommen sind. Die kriegen keinen Pfennig vom italienischen Staat. Ja, und bei uns? Da wird für alles gesorgt. Deutsche Obdachlose, dafür ist der Staat nicht zuständig. Aber Asylbewerber haben einen Anspruch nach Meinung dieses Staates, menschenwürdig untergebracht zu werden. Für die werden Container hingestellt, für die werden also ganze Häuser hingestellt. In der Nähe von Bergedorf bei uns in Hamburg, da ist also richtig schnuckelige Siedlung hochgezogen worden. So Holzhäuser, zweistöckige, richtig schön. Natürlich mit außen noch eine Wendeltreppe als besonderen Brandschutz, falls da mal ein Anschlag ist und. Und da sind Zigeuner untergebracht worden. Die haben also wirklich eine ganze wunderschöne Einfamilienhausstadt gekriegt. Die haben sogar auch Kamin reingekriegt, weil die Zigeuner gerne am offenen Feuer sitzen und man möchte ja also auch auf die Eigenarten der Völker möchte man ja eingehen. Sie sollen sich ja wohl bei uns fühlen. Das ist ja der Punkt. Wir Deutsche sind ja verpflichtet, es ihnen besonders heimelig zu machen, denn wir haben ja eine so böse Vergangenheit hinter uns und das müssen wir jetzt also durch tätige Wiedergutmachung wieder ausräumen. Na, dass die Zigeuner natürlich dann nach Rumänien, wo 4 Millionen Zigeuner sitzen, sagen, das ist hier das gelobte Land. Ihr habt immer mal so dieses Märchen vom Paradies gehört und vom Schlaraffenland. Das ist kein Märchen, das gibt es. Ihr braucht nur nach Deutschland zu kommen, dann erlebt ihr es. Das ist völlig klar. Und es ist ja also auch, es ist ja keine Erfindung, sondern es ist ja tatsächlich vorgekommen, dass also diese Zigeuner einen Weihnachtsbaum gemacht haben und da überall 100-Markscheine angehängt haben. Und dann hat ein Zigeuner sogar vor diesem Weihnachtsbaum einen 100-Markschein angezündet und hat das dann also in die Heimat geschickt, um zu zeigen, dass es tatsächlich das gelobte Land ist. Man kann sich die 100-Markscheine, die kommen vom Weihnachtsmann, die kann man sich so vom Baum nehmen, man kann auch mal einen anzünden, das spielt überhaupt keine Rolle. Der deutsche Steuerzahler bezahlt es ja. Das heißt also, wir machen es den Ausländern so heimelig hier wie nirgendwo sonst auf der Welt. Und dann ist es natürlich kein Wunder,
dass die Hälfte der Asylanten, die nach Europa kommen, sich in Deutschland niederlassen möchten. Und in dem Moment, wo sich in den anderen Ländern das verstärkt, noch der Druck auf die Ausländer, in Frankreich beispielsweise oder in Italien, dass dann natürlich noch zunehmend mehr hierher kommen werden. Mit dem Wegfall der Grenzen ist es ja besonders einfach. Dann zahlt also der französische Beamte lediglich eine Fahrkarte bis also an die Grenze der Bundesrepublik und sagt, anschließend bist du im gelobten Land. Hier bei uns gibt es nichts mehr, aber das liebe Allemagne, da kannst du also noch absahnen und dann setzen sich halt in Zug und fahren hier hin. Wir selbst, wir Deutschen, wir machen es ja. Wir haben dadurch eine enorme Zuwanderung hier bei uns. Wir hatten sie schon vorher über die ganze Ausländerfrage. Ich darf mal einige Zahlen nennen. Berlin-West von 1964 bis 1982, ein Schwund von 544.000 Deutschen. Im selben Zeitraum 64 bis 82, also noch nicht mal 20 Jahre, Ausländer plus 263. Das heißt also eine Differenz, wenn man das mal sieht, von über 800.000. Und da wandelt sich eine gesamte Stadt, da wandelt sich das Bild einer gesamten Stadt. Und wir sehen es ja an den Geschäften, wir sehen es an Reisebüros und. Wir sehen es also an ganzen Stadtvierteln, die plötzlich völlig anders geprägt sind, die plötzlich nicht mehr deutsch geprägt sind, sondern ausländisch geprägt sind. Das steht hinter solchen Zahlen. 1964 hatten wir in Berlin 3% Ausländergeburten, 1981 hatten wir 32% Ausländergeburten, die zehnfache Zahl. Und das also, wie gesagt, 17 Jahre später. Inzwischen liegt die Zahl in einigen Stadtvierteln bei 70-80% Ausländergeburten und insgesamt gesehen etwa bei 40%. Frankfurt, multikulturelle Hochburg. Wir haben von Cohn-Bendit hier schon gehört, der da ja als Multikulti-Beauftragter eingesetzt ist. Stolz darauf, dass 167 Nationen in Frankfurt vertreten sind. Wir haben von 1967 bis 1987 100.000 Ausländer zusätzlich. Und im selben Zeitraum, in diesen 20 Jahren, sind 162.000 Deutsche weniger in Frankfurt. So wandelt sich das Gesicht einer Stadt. Inzwischen sind über 25%, ohne die Illegalen zu rechnen, in Frankfurt Ausländer. 50% der Straftäter sind Ausländer, 66% der Untersuchungsgefangenen sind Ausländer. Das ist etwas, was man oftmals nicht so gerne sieht, was man nicht so gerne hören will in diesen Sachen. Aber es wird letztlich durch das bestätigt, was wir aus dem klassischen Land, dem klassischen Einwanderungsland, den USA, wissen. Die USA ist bei uns ja immer das große Vorbild gewesen. Und das ist ja also auch in der Frage der Einwanderung bei uns immer wieder gesagt worden. USA, der große Bruder. Marshallplan und die Care-Pakete und was uns da alles Schönes über die USA erzählt wurde. Die ältere Generation kennt noch die Phosphorbomben, die waren also weniger schön, die aus den USA kamen. Aber bei uns galt die USA auch in den 50er, 60er Jahren, die großen Straßenkreuzer und. Das war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die Wirtschaftsmacht Nummer eins, dieses Land war ja ein Einwanderungsland. Und was lag nun näher, als auch die USA unschmackhaft zu machen. Und bei dieser ganzen Einwanderungsdiskussion wird immer wieder gesagt, USA, dies sei unser Vorbild. In den USA ist es so gewesen, dass, und das muss man zunächst mal zur geschichtlichen Richtigstellung sagen, dass die zunächst einmal hauptsächlich Einwanderer aus den germanischen Ländern hatten. Aus Deutschland, aus England, mehr in den USA haben deutsche Wurzeln als englische, das weiß man nicht, aber mehr Amerikaner haben deutsche Vorfahren als englische Vorfahren, also Deutschland, England, Schweden, überhaupt Skandinavien, Norwegen auch. Die haben also sehr viele Einwanderer gestellt, später auch viele Iren. Das war die erste Einwanderergeneration und die ließen sich auch assimilieren. Die haben die englische Sprache angenommen, die haben versucht, besonders die Deutschen natürlich, sich anzupassen. Das ist also eine Sache gewesen, dass man zu diesem Zeitpunkt bis, sagen wir mal, 1870 etwa ein ganz starkes Vorwiegen der germanischen Einwanderung hatte. Dann kamen die Südeuropäer, die Italiener. Und es kamen Spanier und Portugiesen und es kamen aus Osteuropa, insbesondere aus Polen, viele Juden. Und die Amerikaner machten sich Gedanken. Und es gab lange Überlegungen da. Sie waren also zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch überzeugte Demokraten und sagten, das funktioniert nur, wenn wir letztlich einen einheitlichen Menschenschlag haben. In dem Moment, wo wir aus der ganzen Welt zusammengewürfelt sind, wo wir Menschen haben, die mit unserer Form der Demokratie gar nichts anfangen können, da muss auch die Demokratie bei uns Schaden leiden. Und sie haben das also nicht deswegen, weil sie nur blonde und blauäugige Menschen schöner finden, gesagt, sondern sie haben gesagt, wir machen eine Einwanderungsbeschränkung und eine Quotenregelung,
deswegen, weil wir überzeugt sind, dass unsere Demokratie nur funktionieren kann, wenn wir aus einem Guss sind. Und da hat man dann 1924 Einwanderungsgesetze geschaffen, die letztlich die Quote von 1850 festlegte. Was 1850 an Nationalitäten im Lande war, das wurde also festgeschrieben. Nicht, was 1920 dran war, sondern was 1850 war. Und das bedeutete, dass im Jahr 100 Türken einwandern durften. Die hatten also, die ganze Türkei hatte eine Quote von 100. 100 Menschen konnten aus der Türkei machen, und wenn 10.000 kommen wollten aus der Türkei, da konnte man sich ausrechnen, dass die wurden auf eine Warteliste gesetzt, dass der eine dann nach 20 Jahren konnte ankommen. Das gab nicht. Die Deutschen andererseits hatten eine Quote von 66.000. Und wenn die jetzt nur 50.000 Einwanderer stellten, dann wurden nun nicht die 16.000 auf die Türken oder Italiener oder sonst was verteilt, sondern die verfielen. Und so gelang es noch eine ganze lange Weile, den Einwanderungsstrom zu lenken und also noch so letztlich einiges von dem, was die New Immigration, so wurde sie genannt, falsch gemacht hatte, zu korrigieren. Bis die Kennedys an die Macht kamen, die haben die Einwanderungsgesetzgebung gekippt und haben dann den Verwandten einen Vorzug gegeben. Und dann natürlich die Italiener und die Spanier und also auch die ganzen Puerto Ricaner, die Asiaten auch ganz starke Verwandtschaftsbeziehungen haben und ihre ganzen Verwandten dann nachzogen, hat sich die Einwanderung seitdem vollständig gewandelt. Es ist also so, dass wir dort also ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes rassisches Bild haben seit Anfang der 60er Jahre als in den Jahrzehnten davor. Aber das muss man auch sehen. Die haben zwar viel getönt, die Amerikaner, von Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit, und die Freiheitsstatue machte sich sehr schön und Heimat der Unterdrückten und Ähnliches auch, aber das interessierte überhaupt nicht. Auch da hat Hollywood natürlich rührselige Filme gemacht. Irgendein sehr schöner Schauspieler, der dann als Ungarn dargestellt wurde, der natürlich eine Liebesgeschichte in den USA hatte, musste aber leider zurückkehren, weil die Quote für Ungarn nur 20 betrug oder was im Jahr. Und da konnte er also sich ausrechnen, dass er als Urgroßvater vielleicht also dann in die USA kommen konnte und seine angebetete Betty zu heiraten. Mit solchen Rührschinken wurde das dann alles vorbereitet von Hollywood, diese ganze Einwanderungssache zu kippen. Und das Interessante ist also Folgendes. Zu dem Zeitpunkt, als noch eine ganz klare angelsächsisch-protestantische Vorherrschaft in den USA war, haben die Katholiken und die Juden in den USA die multipluralistische oder multikulturelle Gesellschaft nicht vertreten, sondern sie waren für den Einheitsbrei. Israel Zangwill, hat selbst ein Zionist, hat den Begriff Melting Pot, also Schmelztiegel, erfunden und hat das propagiert, hat gesagt, die USA sind ein Schmelztiegel, wir sind doch alle eine Rasse, die menschliche Rasse und was man immer so hört. Das wurde also ganz stark von diesen Kreisen, solange sie eben noch in der Minderheit waren und nichts zu sagen hatten, wurde ganz stark propagiert. Und anschließend, nachdem diese multikulturelle Gesellschaft geschaffen war, nachdem es überall Italiener-Ghettos gab und Puerto Ricaner-Viertel und Neger-Ghettos und ähnliche Geschichten auch, da sind dieselben Kräfte gekommen und sind jetzt also für die pluralistische Auffassung. Das heißt, innerhalb der USA soll nicht alles eingeschmolzen werden, sondern jede Gruppe soll ihre Identität behalten. Wie ein Mosaik, das ist das Mosaikbeispiel, hier ein bunter Stein, da ein bunter Stein, alle sind sie anders und alle leuchten sie so schön, weil sie jeder für sich sind. Ist natürlich klar, die Juden wollen ihre Identität auch nicht aufgeben, die wollen sie erhalten, genauso die Katholiken natürlich auch. Das bedeutet also, solange man noch nicht die Vorherrschaft hat, solange man noch nicht einen entscheidenden Einfluss hat, da predigte man also den Einheitsbrei. Und da sagte man, wir sind doch allen sich alle gleich und wir wollen doch alle gleich sein. In dem Moment aber, wo man das hatte, da war man für die pluralistische Idee. Und das zeigt, deswegen erwähne ich das, wie stark letztlich der Ausländereinfluss hier schon ist. Denn bei uns sind diese pluralistischen Auffassungen schon da. Diese Sachen, dass man also jetzt jedem sein eigenes Lebensrecht hier gelten müsse, dass die Ausländer, die hier sind, ihre Kultur auch uneingeschränkt leben können müssten, dass es also verfehlt sei, ihnen ihre Kultur zu nehmen und ähnliche Dinge auch. Perverseste Auffassung davon, die will ich dann noch erwähnen, ist, dass also auf einem Kirchenfest einer katholischen Gemeinde 2000 Mark gesammelt wurden als Spende zum Bau einer Moschee für die islamischen Angehörigen dieser Gemeinde. Also verrückter geht's nicht. In der Türkei haben Mohammed Dana 800.000 Christen noch in diesem Jahrhundert, das ist gerade 70, 80 Jahre her, ausgerottet. Die sind einfach ausgerottet worden. Das war wirklich ein Völkermord. Man wollte die christlichen Armenier ausrotten. Das war das Ziel der Sache. Die sind in die Berge geschickt worden. Man hat sie dort verhungern lassen. Was die Türken mit den Kurden machen, sieht man heute ja auch.
Und wenn man das dann also sieht, sich dann hinzustellen, vor 300 Jahren hat man die Mohammedaner noch vor Wien geschlagen, sich dann hinzustellen und damit also ihre islamischer Glaube also richtig schön und nett hier also auch in der Moschee gepflegt werden, dafür Geld zu sammeln und das als christliche Gemeinde, da kann man nur sagen, selig sind die, die da geistig arm sind, hat ja der Spender und Gründer dieser Religion gesagt, dass er so viel Erfolg haben würde mit seinen Worten und dass wirklich nur die allergeistig Ärmsten sich dort sammeln würden, das war eigentlich nicht zu erwarten. Wir haben in den USA durch dieses Hereinbringen auch von Negersklaven, durch diese multikulturelle Gesellschaft enorme Probleme. Wir haben sie so lange nicht gehabt, solange die Amerikaner Rassisten gewesen sind. Und das waren sie eine ganze Weile. Da wurden die Neger durchaus benachteiligt. Die Indianer haben sie ausgerottet, die Neger wurden benachteiligt. Aber das hörte also auf so etwa 1954. Da war also in den USA der oberste Verfassungsgerichtshof hat dann gesagt, dass also diese Rassentrennung in den Schulen nicht mehr erlaubt sei. Und dann haben besonders jüdische Anwälte in enormer Art und Weise diese Negerorganisationen unterstützt. Die Neger haben es ihnen nicht gedankt, als die großen Aufstände waren in Chicago besonders, aber auch in New York. Da ist es so gewesen, dass gerade jüdische Geschäfte geplündert wurden. Und von den 170 Geschäften, die geplündert wurden, gehörten 169 Juden. Und bei einem Geschäft war es so, dass der Inhaber einen jüdischen Namen trug. Also der musste dann darunter mitleiden. Und also die Neger hatten da einen ganz starken Antisemitismus gehabt. Aber ihre Stellung ist enorm durch jüdische Anwälte, die diese Bürgerrechtsbewegung gefördert und unterstützt haben, ist also dann gestärkt worden. Wir haben dann 1971, als man sah, dass die einfache Rassentrennung nichts brachte, hat man also folgende Idee gehabt, wir verfrachten jetzt aus den weißen Stadtvierteln, verfrachten wir jetzt die Schüler in die farbigen Stadtviertel und bringen sie da in die Schule und umgekehrt aus den Negerghettos werden die Schüler dann also in die Schulen der weißen Stadtviertel gefahren. Kostete ein enormes Geld, kostete natürlich enorme Zeit, die Schüler mussten eine Stunde oder anderthalb Stunden früher aufstehen, damit sie dann ins Negerghetto gefahren werden konnten. Alles unter dem Gesichtspunkt Gleichheit. Man wollte also die Leistungen der Negerkinder heben dadurch. Die Leistungen wurden nicht gehoben, im Gegenteil, die Negerkinder wurden, um einen neudeutschen Ausdruck zu brauchen, frustriert. Sie waren also dadurch enttäuscht, weil sie im gleichen Leistungswettbewerb mit den Weißen natürlich trotzdem schlechter abschnitten. Das lag einfach daran und liegt auch daran, dass eine solche Intelligenzzüchtung, wie sie bei den Weißen und bei den Asiaten erfolgt ist, natürlich in Afrika nicht erfolgt ist, weil sie da gar nicht nötig war. Das heißt, die mussten bei allen Dingen, die mit Logik zu tun haben, mit Verstand zu tun haben, mussten sie schlechter abschneiden, haben sie auch schlechter abgeschnitten und haben darauf mit Aggressivität reagiert. Das ist ja auch eine Methode. Man kann einerseits dann schuldbewusst werden und also dann armen Sünder spielen. Man kann aber auch dann aggressiv werden und sagen, das liegt am ganzen System. Das System benachteiligt mich, dass ich hier schlechte Noten schreibe. Und deswegen muss das ganze System weg. Oder dieser weiße Schüler, der so gut ist, der kriegt eins auf die Nase. Nächstes Mal, wenn er eine Gehirnerschütterung hat, schreibt er auch eine schlechtere Arbeit. So, das heißt also, so lief das da in den Schulen. Und das ist kein Witz. Es gibt viele amerikanische Schulen, da liegt der Lehrer als erstes mal sein Colt vorne hier aufs Pult, wenn er also in die Klasse reinkommt. Es patrouillieren Polizisten durch die Gänge und die Klassen werden also auch videomäßig überwacht, um also Vergewaltigungen von Lehrerinnen zu verhindern. So, das ist die multikulturelle Gesellschaft im Reinzustand. Ja, das muss man mal sagen. Das ist das, was hier gewünscht wird, was man hier haben will mit unserem Einwanderungsland. Das ist die Folge. Wir brauchen nur in den USA nachzugucken, wie sowas abläuft. Natürlich diejenigen, die sich leisten können, die schicken ihre Kinder dann in Privatschulen. Und da gibt es diese Probleme nicht. Da braucht der Lehrer nicht mit dem Colt in die Klasse zu treten. Wer leidet drunter? Natürlich der normale, weiße, durchschnittliche Arbeiter und Angestellte. Der hat nämlich nicht das Geld wie die Oberschicht, wozu besonders für Juden natürlich auch gehören, die dann in ihre eigenen Schulen das reinschicken. Und ihre Schulen gelten dann als Religionsschulen. Die brauchen auch keine Neger aufzunehmen, weil es eben jüdische Religionsschulen sind und weil es eben keine jüdischen Neger gibt. Und das bedeutet also, dass die dann also unter sich sind, ihre eigenen Schulen haben und mit diesen ganzen Problemen nicht konfrontiert sind. Einiges zu den weiteren Segnungen der multirassischen Gesellschaft in den USA. Pro 100.000 Menschen in den USA gibt es Strafgefangene, 223 Weiße, 1438 Schwarze, 365 Latinos, und 230 andere, also Asiaten oder sonst was, also sonstige Sachen. Also insgesamt gesehen bei 100.000 ein nur ganz geringer Anteil von weißen Straftätern, die also jetzt in Haft tatsächlich sind, also schwere Delikte begehen.
ein großes Überwiegen bei anderen Nationen. Das heißt, dieselben Probleme mit der Kriminalität, die wir hier haben, mit der Ausländerkriminalität, wo inzwischen ein Drittel der Kriminalität von Ausländern begangen wird, sind in der USA auch, existieren in der USA auch, unabhängig davon, was es für ein System gibt und unabhängig davon, ob wir Deutschen nun ausländerfeindlich sind und dadurch die Ausländer zu Straftaten provozieren. Das ist ja auch so eine beliebte Schuldthese. Es kann ja nicht an den Ausländern liegen. Die Ausländer sind ja liebe, nette Menschen. Wenn sie hier kriminell werden, dann müssen sie irgendwie durch uns dadurch veranlasst worden sein. Ja, also wir müssen sie irgendwie zu ihrem Rauschgiftschmuggel gebracht haben, also aus irgendwelchen Gründen. Vermutlich, weil wir sie hier mal irgendwie rassistisch angeguckt haben oder so. Dann kam er auf die Idee, jetzt müsste Rauschgift geschmuggelt werden, um sich dann an den Deutschen zu rächen. So, das sind so die Überlegungen, die da sind. Politisch sehen wir, was draus wird. Jugoslawien, da braucht man nur ins Fernsehen zu gucken. Die Tschechoslowakei ist zerfallen als ein Vielvölkerstaat. Die Sowjetunion ist zerfallen als ein Vielvölkerstaat. In Irland wird gekämpft, weil man also nicht zusammensitzen will, obwohl die Protestanten und Katholiken vom Rassischen noch gar nicht mehr so weit auseinander sind, wie das also bei den anderen Gruppen der Fall ist. Belgien, da wünschen die Flamen mehr Autonomie. Im Libanon wird laufend geschossen. Das sind die Segnungen des Vielvölkerstaates. Und was uns hier erwarten wird, wenn einmal die Ausländer noch stärker sind, das sehen wir mit verschiedenen Schlaglichtern. In Los Angeles wurde nur übers Fernsehen gebracht, wie ein paar weiße Polizisten einen Neger mit einem Gummiknüppel zusammen droschen. Und was passierte? Es passierte ein Volksaufstand, es wurden etliche Geschäfte geplündert, es wurden Brände gelegt, es entstanden 1,5 Milliarden Dollar Schaden und 50 wurden umgebracht, nur deswegen, weil sie weiß waren. Die haben einfach nur erschlagen, die hatten gar nichts damit zu tun, das waren auch nicht die Polizisten, die man sich da ausgesucht hat. Es reichte, da weiß zu sein, um umgebracht zu werden. Da wurde der Aufstand geplant und da wurde der Aufstand gemacht. Und das tat nicht etwa den Negern leid, nein, im Gegenteil. Es war also so, dass also Keith Parker 25 gesagt hat, die einzige Lösung ist die organisierte Revolution. Solange es kein Blutvergießen gibt, gibt es auch keine Emanzipation der Schwarzen. Erst wenn sie bereit sind zu sterben und zu töten, wird es Freiheit geben. Und Malcolm X hat also ganz klar gesagt, das Ähnliche, was Ilja Ehrenburg gesagt hat, vergewaltigt die weißen Frauen, anders ist ihr Rassenhochmut nicht zu brechen. Ein anderer Neger hat also gesagt, ganz klar, es geht darum, dass wir also die ganzen afrikanischen Gemeinden in den USA vereinigen wollen, um dann also eine schwarze Macht auszuüben. Das sind natürlich die Folgen. Und in England ist es so, dass das islamische Parlament, was es dort gibt, ganz klar gesagt hat, wir erkennen britische Gesetze nur dann an, wenn sie mit dem Koran im Einklang stehen. Sonst nicht, sonst sind sie unverbindlich. Da stelle man sich mal vor, dass dort also eine ganze Gruppe offen erklärt, wir erkennen eure Gesetze nicht an, weil sie mit unserer Religion nicht übereinstimmen. Und hier bei uns werden dieselben Leute hereingeholt, hofiert, man baut Moscheen, man gibt ihnen Plätze dafür. Es ist ja verrückt. In den USA ist es inzwischen so, dass 5 von 6 Amerikanern, die heute 12 Jahre alt sind, 5 von 6 Amerikanern, werden mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalttätigkeiten, Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung. Von diesen 3 Delikten werden 5 von 6 Amerikaner bis zu ihrem Lebensende betroffen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind die gesegneten USA. Das ist das Einwandererland USA, das uns so als großer Segen vorgestellt wird. Nun gibt es manche, und das ist also ja der Geißler auch von der CDU, der sagt, ja, wir sehen da zwar, das gibt Probleme und es wird auch Auseinandersetzungen geben, es wird auch Spannungen geben. Manche sind ja nicht so dumm, dass sie sagen, das wird alles friedlich geben, das wird auch Spannungen geben, aber wir brauchen das ganz einfach, weil wir vergreisen, wir haben einen zu großen Geburtenrückgang. Derselbe Geißler ist von der Anthropologiegesellschaft vor 20 Jahren angeschrieben worden, nämlich von mir. Und ich habe ihn darauf hingewiesen, was der Geburtenrückgang hier bei uns für Folgen hat, wenn man nicht gegensteuert. Man sollte das Kindergeld für die Deutschen erhöhen, man sollte Familienlastenausgleich betreiben, das Ehegattensplitting sollte durch ein Kindersplitting abgelöst werden und Ähnliches auch. Geißler hat damals überhaupt nicht darauf reagiert. Und auch von den anderen Bundestagsabgeordneten ist so gut wie gar keine Antwort gekommen. 3% haben überhaupt nur geantwortet. Davon waren sie alle letztlich bis auf 1, 2 der Meinung, das sei alles nicht so schlimm und das sei alles nicht so bedeutsam. Das heißt, jetzt wird gesagt, ja, aber ihr seht doch diesen großen Geburtenrückgang. Vor 20 Jahren konnte man das aber auch schon sehen, dass ein entscheidender Geburtenrückgang da ist. Aber dieser Geburtenrückgang besagt letztendlich gar nichts im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Denn wir können ja nicht einfach nur von der Zahl ausgehen. Natürlich, wenn wir irgendwo qualifizierte Arbeitsplätze oder Arbeitskräfte nicht mehr haben, weil die nicht geboren werden, dann ist das ein Problem. Aber wir haben andererseits die Rationalisierung.
Diese Rationalisierung macht Arbeitsplätze überflüssig. Und wenn Arbeitsplätze überflüssig gemacht werden, dann bedeutet das natürlich, dass wir bestimmte weniger Bedarf haben auch an Arbeitskräften. Das heißt also, dieser Geburtenrückgang hätte wirtschaftlich durchaus aufgefangen werden können. Auch in Japan haben wir einen Geburtenrückgang und auch Japan ist ohne Einwanderung ausgekommen. Also dieses Argument mit, wir bräuchten Einwanderer aus diesen Gründen ist falsch. Im Übrigen müsste man dann nur Einwanderer akzeptieren, die qualifiziert sind. Und gerade das passiert ja nicht. Derjenige, der nun wirklich qualifiziert ist, der darf entweder gar nicht raus. Die Türkei beispielsweise lässt Facharbeiter überhaupt nicht raus. Die lassen nur ein Proletariat raus. Die anderen kriegen gar keine Ausreisegenehmigung aus der Türkei, weil sie eben ihre intelligenten Leute da behalten wollen. Oder aber die sagen sich, mir geht es in meinem eigenen Land relativ gut, warum soll ich in die Bundesrepublik gehen, in einen völlig anderen Kulturkreis. Das heißt, es kommen tatsächlich nur die Unqualifizierten hierher. Und das ist eben ein großes Problem, mit denen können wir nämlich nichts anfangen. Wir haben also auch in Deutschland eine Reihe von Nicht-Ausgebildeten, wo es schon Probleme macht, die unterzubringen. Da brauchen wir nicht noch ein Heer von Einwanderern, die ebenfalls nicht ausgebildet sind und die wir dann mit Arbeit versorgen müssen. Das zweite Argument ist, und das ist natürlich das dümmste Argument, wir sind schon tatsächlich ein Einwanderungsland. Ja, sicherlich sind wir schon tatsächlich ein Einwanderungsland. Nur dann könnte man genauso gut sagen, man müsste Asylantenheime anzünden, weil es sind ja schon Asylantenheime angezündet worden. Ja? Das ist, wenn ich also einfach nur damit komme und sage, irgendetwas passiert und weil es passiert, soll es auch weiter passieren, das ist nämlich dieses Argument, dann zeigt sich anhand gerade dieses Beispiels, dass das ja wohl irgendwo nicht richtig sein kann. Es geht doch darum, ob wir ein Einwanderungsland sein wollen. Natürlich hat die Bundesregierung 30 Jahre nichts getan und alle Leute reingelassen, die reinkommen wollten. Und auch dieser sogenannte Asylkompromiss, der bringt natürlich nichts. Ja, wir haben immer noch über 200.000 Einwanderer jedes Jahr. Das heißt also, dass wir tatsächlich ein Einwanderungsland ist klar. Die Leute werden nicht zurückgeschickt, auch die abgelehnten Asylbewerber werden ja nicht zurückgeschickt. 6,5% der abgelehnten Asylbewerber werden nur ins Flugzeug gesetzt und zurückgeschickt. Das muss man sich vorstellen, da werden vor den Verwaltungsgerichten werden Riesenprozesse geführt und nach 2 oder 3 Jahren, wo die alle ihre Sozialhilfe gekriegt haben, wird festgestellt, der Mann ist unberechtigt hier. Und was passiert? Er kriegt eine Strafanzeige wegen Subventionsbetrug, was er eigentlich müsste. Er hat ja Sozialhilfe sich erschlichen, er hat 3 Jahre lang auf unsere Kosten gelebt, obwohl er dazu nicht berechtigt war. Nein, der Mann kriegt eine Duldungsverfügung, weil er jetzt schon 3 Jahre da ist und sich hier an uns gewöhnt hat. Ja, und dann kann er also hier bleiben. Er wird nicht ins Flugzeug gesetzt, nicht abgeschoben. Geisler, kein geringer als Geisler, hat gesagt, es lebten bei uns, das hat er vor 2 Jahren schon gesagt, 460.000 rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber leben bei uns. 460.000. Und die werden von uns erhalten. Kleine Meldung in der FAZ vor kurzem. 29% der Sozialhilfeempfänger hier sind Ausländer. 29%, fast ein Drittel. Und dann ist natürlich klar, dass man sich überlegt, die Sozialhilfe zu streichen oder zu kürzen oder sonst was. Weil natürlich, es kommen immer mehr Ausländer dazu und der ausländische Anteil, das wird man sehen, wird noch steigen. Irgendwann haben wir 50, 60, 70% an Ausländern, die Sozialhilfe bekommen. Es ist doch totaler Wahnsinn, eine solche Regelung, dass also nicht nur die Ausländer zur Sozialhilfe zugelassen werden, sondern auch den allergrößten Anteil stellen. Auch die Ausländer, die arbeitslos werden, werden nicht nach Hause geschickt. In meinem 9-Punkte-Plan, den ich hier ja schon mal erläutert habe und worauf ich nur verweisen will, da war drin, dass ein Ausländer, der hier arbeitslos ist, innerhalb von 3 Monaten Deutschland zu verlassen hat. So kann es natürlich, die Schweiz macht es auch, so ist ja nichts Unmenschliches. Will jemand sagen, dass die Schweiz also diktatorisch sei, narzisstisch sei oder was auch immer, ist in der Mitte Europas die längste Demokratie. Nur Island hat eine ältere demokratische Vergangenheit. Also der Schweiz kann niemand Narzissmus vorwerfen. Und die handhaben das so, wenn einer dort arbeitslos ist, hat er sofort das Land zu verlassen. Die sind nicht belastet. Und was ist bei den Türken mit hier bei uns? 20% der Türken sind arbeitslos. Und kein Mensch kommt und sagt ihm, pass mal auf, dann gehst du bitte in die Türkei. Da kannst du deine Arbeitslosigkeit weiterhin pflegen, aber nicht bei uns. Das heißt, die können arbeitslos werden, die können Sozialhilfeempfänger werden. Es interessiert hier niemanden. Es wird weiter gezahlt. Dann natürlich ein weiterer Punkt, auch von Geisler natürlich. Wir haben ja wegen der NS-Zeit, wo wir so entsetzliche Grausamkeiten begangen haben, die moralische Verpflichtung, jetzt gegenüber den Entrechteten der ganzen Welt das wieder gut zu machen. Dazu ist eins zu sagen. Erstens, es gibt 60 Millionen echte politische Verfolgte in der Welt. Und ich habe oftmals auch in nationalen Kreisen die Meinung gehört, ja, wir sind ja nur gegen die Scheinasylanten.
diese 97% oder 98%, die hier reinkommen, überhaupt nicht verfolgt sind, sondern nur wirtschaftlich Vergünstigungen hier haben, wollen die sich in Ghana ins Flugzeug setzen, hier aussteigen und sagen, wir sind in Ghana verfolgt worden, wo man ihnen an der Nasenspitze schon ansehen kann und ihnen sofort auf den Kopf zusehen kann, in Ghana wärst du gar nicht ins Flugzeug gekommen, wenn du verfolgt wärst. So, diese 97%, dagegen sind wir, aber die echt politisch Verfolgten, die müsste man nun doch reinlassen. Dazu kann ich nur sagen, erstens können die theoretisch gar nicht zu uns kommen, weil sie nämlich entweder dort in ihrem Heimatland ins Flugzeug steigen, dann sind sie nicht politisch verfolgt, oder aber über andere demokratische Länder zu uns kommen. In Frankreich wird ja nicht verfolgt. Und wenn sie jetzt also nicht übers Flugzeug kommen, sondern über Eisenbahn oder so, dann kommen sie aus Frankreich. Und in Frankreich sind sie mit Sicherheit nicht verfolgt worden. Oder in Italien, oder in Polen, oder in Dänemark, wo sie herkommen könnten. Das heißt also, jeder, der hierher kommt, kommt direkt aus einem Land, wo er nicht verfolgt wird. Er könnte also direkt an der Grenze zurückgewiesen werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt 60 Millionen echt politisch Verfolgte auf der Welt. Und wenn wir unser Asylrecht beim Wort nehmen und so nehmen, wie es also auch die Bonner interpretieren, haben diese 60 Millionen das Recht, hierher zu kommen und müssen dann von uns mit Wohnungen versorgt werden, mit Kleidung versorgt werden, mit Kindergeld und allen anderen Vergünstigungen versorgt werden. Es muss ihnen eine Arbeitsstätte notfalls geschafft werden und, und. Das bedeutet, dass das natürlich völlig undenkbar ist. Das geht gar nicht. Und daran sieht man, dass dieses Asylrecht restlos weg muss. Restlos. Nicht mit Asylkompromissen, sondern es muss weg. Es muss natürlich auch deswegen weg, weil wir einerseits hier natürlich den Geburtenrückgang haben, andererseits aber eine Bevölkerungsexplosion in den Entwicklungsländern in der Türkei. Einige Zahlen zur Türkei: 1955 19 Millionen Einwohner, 1972 35 Millionen Einwohner, 1987 50 Millionen Einwohner, heute über 60 Millionen. Und noch am Ende des Jahrhunderts werden sie mehr sein als Deutsche. Das bedeutet, wir haben eine enorme Bevölkerungsexplosion in der Türkei. Und wenn wir jetzt die Grenzen nicht dicht machen, dann bedeutet das, dass auf ganz friedlichem Wege unser Land umgewandelt wird. Dass nicht nur die Deutschen, die hier nicht geboren werden, durch andere ersetzt werden, sondern die Zahl insgesamt gesehen noch zunimmt. Und zwar ganz unabhängig davon, ob wir jetzt hier die Verhältnisse noch verschlechtern oder nicht. Es reicht schon aus, so wie die Entwicklung im Augenblick ist, mit Familienzuzug, mit 240.000 Asylbewerbern. Das langt also schon völlig, um uns umzufolgen. In 30 oder 40 Jahren ist die Mehrheit dann hier der Bevölkerung, besteht aus Ausländern oder aus den Nachkommen von Ausländern. 30 bis 40 Jahre dauert das nur, weil die eine sehr viel höhere Geburtenrate haben und weil die also sehr viel mehr also auch auf Familienzusammenhalt setzen als die Deutschen. Und weil sie eben auch hier Hilfstruppen haben und weil es Vermischungen gibt. Das alles sind Dinge, die wir ganz klar hier ins Kalkül ziehen müssen. Wir haben von 1953 bis 1981 650.000 deutsch-ausländische Ehen gehabt. Jährlich gibt es zwischen 28.000 und 35.000 Deutsche, die also einen Ausländer heiraten. Und es ist so, dass 84% der Ausländer hier im Land, 84%, nicht einen anderen Ausländer heiraten, sondern einen Deutschen bzw. eine Deutsche. Sie wollen also gar nicht innerhalb ihres eigenen Kreises heiraten. Sie wollen natürlich hinauf heiraten, wie es also Günther mal gesagt hat. Es ist dann natürlich ein sozialer Aufstieg auch, wenn man das hat. Bei den Jugoslawien war es so, dass die über die Schulter angesehen wurden, wenn die nicht mit dem deutschen Ehemann wiederkamen. Das war also einfach so. Das galt, dann tauchten sie auf gut Deutsch nichts. Das war also die Geschichte. Die wollen den sozialen Aufstieg über die Ehe. Und wenn die Ehe nicht erfolgt, dann fühlen sie sich diskriminiert und deswegen wollen sie. Das heißt also, es wird zerkreuzt, das deutsche Volk. Und alle diejenigen, die jetzt also dort schon aus solchen gemischten Ehen stammen, die fühlen sich selbst natürlich unklar. Die wissen nicht, in welchen Kulturkreis sie gehören, in diesen oder in jenen. Und die sind natürlich wiederum dafür, dass das alles hier eine multikulturelle Gesellschaft wird und sich alles auflöst. Und dann haben wir natürlich das Problem, was es bei multirassischen Gesellschaften immer gibt, das Problem, dass dann der gesamte Zusammenhalt zerfällt. Eine Volksgemeinschaft ist dort natürlich dann nicht mehr möglich. Sie war nach 1933 möglich, weil wir ein recht einheitliches Volk waren, obwohl es auch verschiedene Rassen in unserem Volk gibt. Aber insgesamt gesehen waren die doch eng verwandt, diese Rassen. Deswegen war eine Volksgemeinschaft nötig. Eine Volksgemeinschaft wäre nicht möglich, wenn wir ein Flickenteppich der verschiedensten Rassen der Menschheit hier sind. Aus inneren Gründen ist es nicht möglich, weil jeder sich dann nämlich sagt, ich nütze nur meinen eigenen Verwandten. Und da muss ich einige soziobiologische Ausführungen machen. Dawkins hat gesagt, Rassenvorurteile haben eine genetische Grundlage. Und zwar deswegen, weil wir dazu neigen, unsere Verwandten zu bevorzugen.
Das heißt, diejenigen, die mir ähnlich sind, die werden von mir bevorzugt. Vom Prinzip her, das hat sich in der Evolution gezeigt. Normalerweise sind das die Verwandten, aber das wird dann auf den eigenen Stamm ausgedehnt, auf das eigene Dorf ausgedehnt, wo man hin und her heiratet, auf das eigene Volk ausgedehnt. Das ist das Entscheidende. Und Anfeindung gibt es ja auch nicht, wenn Deutsche in Dänemark meinetwegen leben oder sowas. Das Problem hat es da gegeben mit den Assyrern, die dort also reinkamen, mit Libanesen oder ähnliches. Da haben die dänischen Jugendlichen rebelliert. Und selbst die friedlichen Schweden, wo viel dazu gehört, bis die also mal in Wallung geraten, die sind dann also hochgegangen. Nicht wegen der Deutschen, die dort sind, sondern wegen derjenigen, die fremd aussahen, wo man sofort sah, die sind anders. Und jetzt stellen wir uns also einmal ein Volk vor, oder Volk kann man da ja nicht mehr sagen, eine Gesellschaft vor, eine Staatsbevölkerung vor, die also zusammengesetzt ist aus den verschiedensten Rassen, Schlitzäugigen, Rundäugigen, Schwarzen, Weißen und, und. Da sagt man sich doch natürlich, was, für diesen ganzen Haufen soll ich mich einsetzen? Denke ich gar nicht dran. Auf irgendwas verzichten? Denke ich gar nicht dran. Ich fülle mir selbst die Tasche. Und das ist der typische Fall von Südamerika, wo ohne Korruption überhaupt nichts läuft, wo alle korrupt sind und wo sie auch korrupt sein müssen. Wo ich auch korrupt wäre, wenn ich da wäre, weil ich sage, es lohnt sich doch nicht, sich für diesen Völkermischmasch Brasilien einzusetzen. Es lohnt sich nur, meine eigenen Gene zu fördern, und die stecken in meinen Kindern und Neffen und Nichten drin, aber die stecken doch nicht in dieser brasilianischen Staatsbevölkerung drin. Ich wäre verrückt, wenn ich mir da nicht die Hand aufhalten würde und für mich selbst so viel Vorteile, wie ich irgend abzwacken könnte, rausholen würde. Wozu einsetzen für Millionen und Abermillionen, die genetisch mit mir aber vielleicht mal vor ein paar Millionen Jahren was zu tun hatten, aber doch nicht in der letzten oder in der jüngsten Vergangenheit? Das bedeutet, Korruption ist unvermeidbar in einer multirassischen Gesellschaft. Und diese Zunahme an Korruption, die wir in diesem Staat haben, in der Bundesrepublik haben, ist auch dadurch bedingt, dass viele sich eben sagen, was soll's denn noch? Warum soll man sich denn dafür einsetzen? Soll ich denn also mein Geld hergeben oder auf Dinge verzichten oder so, auf Vorteile, die sich mir bieten, für diesen Staat, der also Milliarden und Abermilliarden an Wiedergutmachung gibt, der an die UNO gibt, der an die IG gibt, der hier und da und dort und hingibt, der die Asylbewerber sehr viel besser leben lässt als in deutschen Durchschnittsarbeiter, dafür gebe ich mein Geld nicht. Da mache ich dieses und jenes, halt mal die Hand auf, schiebe da mal ein bisschen und, und. Deutsche Ausländerbehörde vom Chef angefangen, bis 40 Bedienstete haben also gegen Geld Aufenthaltsgenehmigung erteilt. Gar kein Problem, die haben sich die Tasche gefüllt, die haben die Konsequenz schon begriffen, die da drin steckt. Wenn wir eine multirassistische oder rassische Gesellschaft sind, dann nützt man nur noch sich selbst. Dann muss man die Tasche aufmachen, dann muss es reingehen, dann spielt das Gemeinwesen keine Rolle mehr. Und wir werden brasilianische Verhältnisse kriegen oder besser gesagt Bananenrepublik-Verhältnisse. So hat es ja Bundeskanzler Schmidt gesagt. Wir werden zur Bananenrepublik. Die werden wir verstärkt kriegen, wenn wir eben mehr Einwanderung haben aus der ganzen Welt. Das ist völlig klar. Aber das ist dann eben auch der Punkt, und das müssen wir eben mal sehen, der dazu führt, dass sich hier alles ändern wird. Dante hat gesagt, in Volksvermischung fand man immer schon den ersten Keim zu einer Stadt verfalle. Und so ist es ja in der Tat. Diese Volksvermischung, die auch hier angestrebt wird, führt zur Auflösung der natürlichen Bindungen, führt dazu, dass man sich abkapselt, führt dazu, dass man mit dem Nachbarn nichts mehr zu tun haben will, führt dazu, dass solche Dinge wie Nachbarschaftshilfe, die auf dem Dorf noch ganz natürlich waren, wegfallen. Das alles gibt es da nicht mehr. Und sie führen zum krassen Egoismus, zum Ausnutzen aller Dinge, die man will. Bei den Deutschen gab es das noch, etliche Rentner, die eine Kleinrente hatten, die an sich Anspruch hatten auf Sozialhilfe. Die haben die gar nicht in Anspruch genommen. Aus Scham, aus Zurückhaltung gegenüber dem Staat. Die sind lieber mit 300 Mark selbst längst gekommen oder so, weil sie dort nicht staatliche Dinge in Anspruch nehmen mussten, wollten aus diesem alten Gefühl heraus, ich belaste damit ja die Gemeinschaft. Ja, heute hat doch dieses Empfinden keiner mehr. Und wie sollte er es auch haben, wenn also die Ausländer hier Milliarden und Abermilliarden abkassieren? Wir haben von Karl Bassler hier gehört, was uns die Ausländer kosten. Asylbewerber und Gastarbeiter zusammengenommen. Wir haben 280 Milliarden Mark Defizit im Jahr durch die Ausländer, die hier sind. Er hat dazu ein Flugblatt erarbeitet, was herauskommt, für diejenigen, die das nicht mitgehört haben. 280 Milliarden Mark im Jahr kosten uns die Ausländer mehr, als sie nützen. Das muss man sich mal klar machen, 280 Milliarden. Das sagt sich ja alles so leicht heute, 280 Milliarden. Man muss sich mal die Nummern also nennen. Oder man sollte sich selbst mal überlegen, mal rechnen, wie lange man selbst arbeiten müsste, wie viele Hunderttausende von Jahren, um diese Summe zu verdienen. Dann kriegt man also einen Begriff dafür, was diese 280 Milliarden Mark bedeuten. Wobei wir natürlich differenzieren müssen. Ich habe ja immer pauschal gesagt, Ausländer,
Darunter sind natürlich keine Flamen oder Norweger oder Schweden oder Briten gedacht, die hier bei uns auch leben, die normal ihren Lebensunterhalt verdienen wie alle anderen auch, die uns eben ähnlich sind und die also auch nicht mehr Sozialhilfe in Anspruch nehmen oder mehr Arbeitslosenunterstützung als andere auch. Ich rede also davon, insbesondere von den Südeuropäern, ich rede von den Asiaten, den Afrikanern, die machen hier die Probleme. Vietnamesen, 20.000 Vietnamesen, wie gesagt, sind mal angeworben worden, 95.000 sind inzwischen da, die sind irgendwie reingesickert. Und jetzt wird also gesagt, ja, sie sind ja mal angeworben worden, sie müssen also da sein, von den Kirchen aus. Wir haben hier ein Riesenproblem, was nicht mehr finanzierbar ist. Und das soll die Überleitung sein zu der Frage, was geschieht? Ich werde Ihnen sagen, was geschieht. Dieser Staat ist am Ende. Ich habe im Fernsehen gesagt, die Bundesrepublik wird das Jahr 2000 nicht erleben, in einem Interview. Und ich habe das also auch begründet. Vielleicht liegt es ein bisschen hinterher. Sie wissen also, es gab mal ein kleines Büchlein von Amerik. Die Sowjetunion wird das Jahr 1984 nicht erleben, hat er gesagt. Ein paar Jahre drüber hat sie sich noch hingeschleppt, aber dann ist sie auch zerfallen. Und zwar in den Nationalitätenkonflikten ist sie zerfallen, wie Amerik sehr richtig gesagt hat. Bei uns ist es so, dass die Bundesrepublik nicht an den Nationalitätenkonflikten zugrunde gehen wird, jedenfalls nicht primär, sondern sie wird an der Geldverschwendung zugrunde gehen. Und zwar ist es so, dass dieser Staat nicht mehr überleben kann. Ich kann es also auch beweisen. Es haben einige geklatscht, gesagt, die Bundesrepublik muss weg. Wir wissen ja nicht, was es dann kommt und was es Neues gibt. Insofern stelle ich das einfach mal hin. Ich will gar nicht sagen, das ist prima, dass es sie nicht mehr gibt. Ich will auch nicht sagen, es ist schlecht, dass es sie nicht mehr gibt. Ich sage nur, in 10 Jahren gibt es die Bundesrepublik nicht mehr. Und sie wird genauso zusammenbrechen wie die DDR und aus denselben Gründen, nämlich aus wirtschaftlichen Gründen. Es ist ganz einfach darzulegen. Wir verwenden das Geld, was hier erarbeitet wird, primär nicht für unsere Interessen, sondern für ausländische. Da wird ein Golfkrieg finanziert mit 20 Milliarden Mark. Da wird an Israel Wiedergutmachung, Entwicklungshilfe geleistet. Da werden an die EG im Jahr 35 Milliarden Mark mehr gezahlt, als wir rauskriegen. Das ist schon festgeschrieben, bis zum Jahr 98 wird das auf 70 Milliarden Mark Nettobelastung steigen. Das heißt, wir zahlen 70 Milliarden Mark mehr nach Brüssel, als wir wieder rauskriegen. Das ist weg, das Geld. Das versickert also in den Taschen von italienischen Tomatenzüchtern und französischen Landwirten und sonst wo in der EG, in Portugal, Spanien und. Wir kriegen davon nichts mehr. Wir müssen es erarbeiten. Das sind unsere Steuergelder. Und andere profitieren davon. 70 Milliarden mal soeben. Wir zahlen an die UNO die zweithöchsten Beiträge nach den USA. Ist ja auch selbstverständlich. Obwohl da in der UNO-Satzung drinsteht, dass jeder frühere Feindstaat und jeder sonstige Staat, der sich durch uns bedroht fühlt, jederzeit bei uns einmarschieren kann, ohne Kriegserklärung und ohne von der UNO dazu ermächtigt zu sein. Also wenn Polen sich durch uns angegriffen oder beleidigt oder sonst was fühlt, könnten die bei uns einmarschieren nach der UNO-Satzung. Gleichwohl, wir zahlen da die zweithöchsten Beiträge. Da wird Geld in Entwicklungshilfe natürlich enorme Summen, Milliarden und Abermilliarden. Aber der entscheidende Kasus Knactus, woran dieser Staat zerbrechen wird, das ist die Ausländerfrage. Und da ist es eben so, dass wir aus ideologischen Gründen eben sagen, wir müssen die Ausländer reinlassen, wir lassen sie auch weiter rein, wir finanzieren sie also auch weiter. Das ist also unser Prinzip. Die Grünen, die sonst immer gesagt haben, also 20 Millionen Deutsche sind zu viel, die belasten das, wir müssen uns gesund schrumpfen und. Davon hört man jetzt gar nichts mehr. Die Ausländer sollen ja rein. Dass die aber mit ihren Autos, dass die mit dem Müll, den sie produzieren und ähnlichen Dingen ja auch die Umwelt belasten, das wird dabei also richtig schön unterschlagen. Die Grünen sind ja ganz stark für Ausländerpolitik, genauso wie die Sozis auch. Die CDU lässt das nur schleifen, kann man sagen. Sie macht nichts dagegen, aber vor der Geschichte ist völlig gleich, ob ich eine Sache nur schleifen lasse oder ob ich sie aktiv herbeiführe. Ob ich also die Position der SPD und Grünen dazu habe, die eine aktive Einwanderung wollen, oder ob ich die Position der CDU sage, die sagen, eigentlich wollen wir es zwar nicht, aber dagegen tun können wir auch nicht. Das ist vor der Geschichte völlig gleichgültig. Es passiert jedenfalls nichts. Und das ist das Entscheidende. Und das bedeutet, es kommen mehr Ausländer rein. Es kommt mehr Kriminalität, es kommt mehr Verbrechen, es kommt mehr Schaden durch die Kriminalität natürlich, es kommt mehr Auflösung des gesamten Volkes, es kommt mehr Auflösung, es kommt mehr Rauschgift natürlich herein. Die Rauschgiftbeschaffungskriminalität muss man dann auch sehen, die von Deutschen zwar begangen wird, das muss man vielleicht auch mal sehen bei dieser Statistik, ein Drittel der kriminellen Ausländer, dass ein Haufen der Kriminellen, die Deutsche sind, durch Rauschgift zu Kriminellen gemacht worden sind. Auch das muss man natürlich sehen. Das heißt, wir kriegen eine verstärkte Mafia-Organisation auch hier bei uns, sei es polnische Mafia, sei es russische Mafia, sei es italienische Mafia. Das heißt, die Verbrecherbanden werden sich hier stärker einnisten, werden hier stärker sein. Und Fettgenheuer, Staatsanwalt aus Berlin, hat gesagt,
In 10 Jahren wird es keinen deutschen Kriminalbeamten mehr geben, der es wagt, das organisierte Verbrechen noch zu bekämpfen. Das heißt also, wir haben dann hier kriminelle Organisationen, insbesondere Ausländerorganisationen, Chinesen stecken also auch im Rauschgift stark drin, die dann also hier große Teile der Wirtschaft auch beherrschen. Und das bedeutet natürlich, dass wir einerseits ein Herabsinken der Leistungsfähigkeit haben. Wir haben ja auch weiterhin Arbeitslose und wir werden weiterhin Arbeitslose, noch mehr Arbeitslose kriegen, weil immer mehr Ausländer reinkommen und dann zu günstigen Preisen natürlich arbeiten, zum Teil 7, 8, 10 Mark. Und da greift der Unternehmer natürlich zu und beschäftigt die schwarz. Und die deutschen Arbeitslosen müssen dann mit 45.000 Mark im Jahr unterhalten werden vom Staat. Das heißt also, wir kriegen eine zunehmend größere Arbeitslosigkeit. Das bedeutet Verlust von Steuereinnahmen. Und andererseits kriegen wir durch die zunehmend reinströmenden Ausländermassen eine enorm steigende Belastung, finanzielle Belastung. Und das bedeutet, dass das irgendwann nicht mehr finanzierbar ist. Und das gibt's ja, das hat es ja schon mal gegeben. 1933 war es so, das hat mir der Bürgermeister Krugmann erzählt, der dann hinterher Bürgermeister war, dass keine Bank der Welt, Deutschlands nicht, aber auch nicht der Welt, mehr bereit war, der Stadt Hamburg auch nur einen Pfennig zu leihen. Die Stadt Hamburg war bankrott. Sie konnte keine Beamten mehr bezahlen. Und in dem Moment, wo die Beamten nicht mehr bezahlt werden, da rebellieren sie vielleicht auch und überlegen sich, ob man nicht vielleicht etwas bei der Ausländerpolitik ändern sollte. Ja, wenn also ihre eigenen Saläre dort also ausbleiben. Der Staat war fertig. Er war am Ende. Genauso wie die DDR pleite war 89, genauso wird die Bundesrepublik pleite sein. Ob das nun 98 ist oder 97 oder im Jahre 2001, das ist egal. Aber dieser Staat muss untergehen. Warum? Er könnte nur dann nicht untergehen, wenn er eine konsequente Ausländerpolitik treiben würde. Wenn er alle diejenigen, die hier wären, zurückschicken würde, wenn er also ganz rigoros meinen 9-Punkte-Plan verwirklichen würde, was gehen würde mit ein paar Gesetzesänderungen, das könnte man machen, das wäre nicht brutal, das wäre gar nichts, dann könnte man das in den Griff bekommen. Aber aus ideologischen Gründen geht es nicht. Man verschleiert ja noch. Die Ausländerkriminalität wird bagatellisiert. Es wird überall erzählt. Der Bundeskanzler sagt es ja auch, was die alles führen. Unseren Wohlstand helfen sie mehr. Und was sie alles für viele Sozialabgaben zahlen und für Steuern und. Man lügt sich selbst in die Tasche und den anderen auch. Aber die ökonomischen Probleme bleiben. Die kann man durch Weglügen nämlich nicht wegschaffen. Das Geld muss verdient werden. Und wenn es nicht mehr verdient wird, muss es gepumpt werden. Und wenn keiner mehr bereit ist, in diesem maroden Staat auch nur eine Mark reinzugeben, dann kann man eben auch mit Pump diesen Staat nicht mehr aufrechterhalten. Dieser Staat, der bereits 2 Billionen Mark Schulden hat. Er ist dann nicht mehr finanzierbar und er wird sank- und klanglos abtreten. Und wir wissen nicht, was dann kommt. Es kann die PDS kommen, es kann Staatsstreich der Bundeswehr kommen. Ich weiß es nicht, was kommt. Das wird sich dann ergeben. Es kann einen Bürgerkrieg geben zwischen Deutschen und Ausländern. Alles das ist möglich. Besonders in Mitteldeutschland, muss man sagen, ist die letzte Variante wohl die wahrscheinlichste. Weil da sind natürlich durch die Auflösung der Sowjettruppen und der NVA und ähnliche Dinge, sind da enorme Waffendepots angelegt worden, nicht von rechten Wehrsportgruppen, sondern der private Bürger hat sich eingedeckt. Weil nämlich mit dem Einbruch der Wiedervereinigung, das kann man also auch sagen, sofort die organisierten Verbrecherbanden durchgezogen sind, in Museen eingebrochen haben, Rauschgift wurde angeboten und. Und da haben sich viele einfache Bürger gesagt, also das kann noch schlimmer kommen, ich lege mir mal was hin. Und zu haben war da immer was. Und einen Vorteil haben eben die Bürger in Mitteldeutschland. Die sind nicht so gehirngewaschen worden in der Schuldfrage. Die kommen überhaupt nicht auf die Idee zu sagen, also wir müssten aus moralischen Gründen nun den Ausländern hier pausenlos 1 Milliarde nach der anderen Milliarde geben. Das ist ihnen völlig fremd, dieses Denken. Und das wird ihnen auch fremd sein. Und die Zeit reicht auch nicht. Das, was man bei uns in 40 Jahren im Westen eingetrichtert hat, diesen Schuldkomplex und wir müssen noch die armen Zigeuner und was haben die Sintis in den Lagern alles erlebt und so. Und wenn sie die jetzt mal einen Wohnungseinbruch machen, das ist doch nicht so schlimm. Bedenkt doch mal, der Urgroßvater war doch 3 Monate im KZ. Und dafür wird er dir doch heute die Wohnung ausräumen dürfen, ja? Also, beim Westdeutschen hat man das wirklich so verinnerlichen können. Dass also wirklich sagen, naja, ist ja was dran an dieser These, nicht? Also, zahlt ja auch die Versicherung und. Die Mitteldeutschen haben aber viel weniger Verständnis. Die Mitteldeutschen sagen sich, nicht mit uns. Und wenn hier das deutsche Volk aufsteht, dann wird es in Mitteldeutschland, genauso wie es 89 der Fall war, dann wird es in Mitteldeutschland losgehen. Da können wir absolut sicher sein. Ja. Und um jetzt also Hausdurchsuchungen vorzubeugen bei mir und ähnlichen Dingen, sage ich organisiere da nichts. Man braucht auch nichts zu organisieren.
Ich habe vor ein paar Jahren vorausgesagt, in dem Buch Multikultopia, da habe ich also mit Manuel Schönmann auf der einen Seite zusammengesessen und mir gegenüber saßen Neger und ein Spanier, die in Deutschland leben, vom Verein SOS Rassismus, und wir haben miteinander diskutiert, wo natürlich von der anderen Seite auch dieser moralische kam mit dem Kolonialismus und so und all dieser Quatsch, das wäre ein anderes Thema. Wer die Argumente von uns hören will, kann das da ja nachlesen. Und da ist es also so gewesen, dass ich vorausgesagt habe, dass es hier Gewalttätigkeiten ungeahnten Ausmaßes geben wird, dass Asylantenheime brennen werden und, und. Ich habe keinen Sturm auf ein Asylantenheim organisiert. Es ist passiert und es muss passieren. Und wenn man etwas von Soziobiologie versteht, und im Rahmen unserer Anthropologiegesellschaft ist es eben so, dass man sich dort verstärkt mit diesen Dingen befasst, dann weiß man, dass das passieren muss. Es muss passieren. Gesetzmäßig muss es passieren, solange ein Volk überhaupt noch einen Lebensnerv hat. Jedes Volk, jeder Stamm, jede Tiergruppe, jede Tierfamilie oder Tiersozietät verteidigt ihren Lebensraum. Das ist ein Naturgesetz. Gegen eindringende Fremde wird er verteidigt. Das ist bei Pavianhorden genauso wie bei Schimpansen, wie bei Präriehunden oder was man auch Löwenrudeln und. Was wir nehmen wollen, überall in der Natur ist das so. Weil man den eigenen Lebensraum als Schutzraum und als Nahrungsraum gesichert haben will. Und wenn man das jetzt nicht macht, hier bei uns, und zunächst mal sagt, also wir tun gar nichts, wir lassen die alle rein, dann geht das über eine Weile gut. Sofern das weniger sind, da klappt das noch. Aber wenn das zu viel werden, dann sagt man sich natürlich, irgendwo geht's nicht mehr. Und wenn es nachher so ist, dass man jedes Haus zur Festung ausbauen muss, um nicht ausgeraubt zu werden und um nicht von den jugendlichen Zigeunerkindern, die dort also reinkommen und nicht strafmündig sind und deswegen ruhig klauen kann, die kein Mensch also einsperrt, um von denen also nicht heimgesucht zu werden, dann ist es so, dass der Bürger sich natürlich sagt, also wir müssten hier eigentlich mal aufräumen. Und das ist eben halt der Punkt. Die Deutschen sind enorm geduldig. Mit keinem Volk der Welt hätte man das machen können, was man mit uns gemacht hat. Kein Volk der Welt hätte sich solche Unverschämtheiten, wie sie von kleinen Minderheiten hier gebracht werden, bieten lassen. Kein Volk der Welt. Das sind die Deutschen gewesen, die sich nicht nur die Ausbeutung gefallen lassen, die sich dann auch noch sagen lassen, sie seien ausländerfeindlich, obwohl es kein Volk der Welt gibt, das die Ausländer so begünstigt wie wir. Das muss man sich ja vorstellen, diese Verrücktheit. In der ganzen Welt gibt es kein einziges Ausländerparadies mit Ausnahme von Deutschland. Das ist also das Schlaraffenland überhaupt. Und die stellen sich da noch hin und schmähen uns als ausländerfeindlich, sagen, Deutsche verrecken, Deutschland muss verrecken, die Türken haben also gegen die deutsche Wiedervereinigung protestiert. Warum? Natürlich, da kamen Haufen Deutsche dazu und der Ausländeranteil verringerte sich dadurch prozentual. Die sind also durch Berlin marschiert, Türken, und haben also gegen die Wiedervereinigung protestiert. Sie haben also Plakate gemacht, Deutschland verrecke, es gibt Plakate, Nazis gleich Deutsche. Es gibt dann Deutsche, die dann sagen, lasst uns mit diesen Deutschen auch nicht allein, mit den rechten Deutschen. Das ist also, das gibt es alles. Und es gibt eine veröffentlichte Meinung, die dann Pro-Ausländer-Initiativen auch begünstigen. Alles das gibt es. Es hat 300.000 gegeben, die marschiert sind nach Solingen. Es gab riesen Lichterketten, es gab also bei Mölln Richterketten. Dann gab es eine Synagoge, einen Brandanschlag auf eine Synagoge. Und ich bin da sehr skeptisch immer, ob das nun Deutsche waren oder nicht. Ich muss mal sagen, die sind zum Teil 18 Stunden lang verhört worden, denen sind Kapuzen über den Kopf gezogen worden und ähnliche Dinge auch. Ich weiß das jetzt als Anwalt, wie das da gelaufen ist mit diesen Sachen. Man wollte einen Erfolg erzielen und für mich sind diese Dinge mit Köln und Solingen längst noch nicht geklärt, muss ich mal ganz klar sagen. Und mit den Hintergründen, die da sind. Wenn man bedenkt, dass also in Mölln da, dass das also der Aslan also aus einer Zuhälterfamilie stammt und einer von diesen Aslan war im Übrigen dabei, auch eine ganze Latte von Vorstrafen, Raub und Körperverletzung und Rauschgift und alles Mögliche. Bei diesem Anschlag, wo die 40 Türken also in Halstenbek, also die beiden Skins überfallen haben, was ich vorhin erwähnt habe, da war auch einer von dieser Sippe Aslan dabei, entfernter Verwandter. Das heißt also, das ist hier so eine kriminellen Sippe. Und der ist also Zuhälter gewesen und der war zu einer Zuhälterbesprechung in Hamburg an dieser Nacht. Und ob da nicht die kurdischen und die türkischen Zuhälter führen Bandenkrieg innerhalb Hamburg, ob da nicht der Hintergrund so ein Bandenkrieg ist, das meine ich, ist noch längst nicht geklärt. Aber man kann jeden weich kochen. Die Hexen im Mittelalter haben auch gesagt, sie seien auf dem Besen durch die Nacht geritten, nachdem sie lange genug verhört worden sind. Irgendwann brechen dann natürlich auch solche Jugendlichen zusammen. Also ich glaube noch nicht, dass das geklärt ist. Aber selbst wenn das alles so stimmen sollte, dann war für mich sehr deutlich, dass die Zahlen immer weiter zurückgingen. Ich dachte jetzt, als die Synagoge brannte, jetzt marschiert eine 500.000. Denn gerade das deutsch-jüdische Verhältnis ist ja nur das Verhältnis überhaupt, ja.
Jeder Schüler liest das Tagebuch der Anne Frank. Ja, Leichenberge über Leichenberge in jedem deutschen Schulbuch. Und jetzt brennt wieder eine Synagoge. Der narzisstische Ungeist kriecht nach dem Jahr der Reichskristallnacht 38. Reichspogromnacht wird sie ja jetzt genannt. Man sollte sie besser Nacht der Schande nennen oder sowas. Das Reichspogromnacht ist also noch viel zu schwach. Nacht der Schande oder irgend so eine großen Geschichten müsste man da machen. Also seit dieser Nacht brennen wieder Synagogen. Da müssten doch eigentlich die Deutschen gefordert sein. Da müsste doch jetzt nun bei diesem umerzogenen Volk, müssten doch also nun Millionen auf die Straße gehen. Es waren 5.000. Und das zeigt, dass das Volk am Umdenken ist. Zunächst mal ist es so, dass da also Empörung war, dies und jenes, aber dann haben sie in ihrem Bekanntenkreis zu viel negative Dinge gehört. Hier und da und dort und dort. Je stärker die ganze Ausländerkriminalität wird, je stärker der Wohnraummangel wird, in dem eben Sozialwohnungen bevorzugt Ausländern zugewiesen werden, das ist der Fall. Je stärker die eigenen Kindergartenplätze nicht da sind, weil Ausländer bevorzugt zur Integration in Kindergartenplätze reingewiesen werden, je stärker die Arbeitsplatznot ist, weil also bevorzugt Ausländer eingestellt werden, Deutsche, die kommen ja irgendwie so zurande, die anderen sollen ja integriert werden, man will ja zeigen, wie gut man ist. Je stärker also der Einzelne persönlich betroffen ist, desto stärker reagiert er natürlich auch. Es ist bedauerlich, muss man sagen, dass man unser Volk so materialisiert hat. Wir sind ja mal ein Volk gewesen, der Dichter und Denker, wie man gesagt hat, ein Volk, was sehr idealistisch gewesen ist. Den hat man das aber nach 45 restlos ausgetrieben. Und das hast du was, dann bist du was, ist hier zum Prinzip gemacht worden. Nur dieses Prinzip führt zum Untergang dieses Staates. Weil jetzt nämlich alle diejenigen, die das haste was, dann biste was, 40, 45, 50 Jahre lang gehört haben, die sagen jetzt will ich aber auch was haben. Und wenn du, Staat, mir es jetzt wegnimmst, dann will ich dich, Staat, nicht mehr. Das ist der Punkt. Ich habe sie nicht auf Idealismus, nicht auf Opfersinn, nicht auf Blut und Tränen programmiert, sondern ich habe ihnen gesagt, du sollst die Tasche möglichst gut füllen. Und jetzt kommt dieser Staat, greift in die Tasche, um es Ausländern zu geben. Und das ist halt der empfindliche Nerv. Es ist mir völlig egal, warum sie rebellieren, warum sie hier eine andere Politik wollen, warum sie sagen, die Ausländer sollen raus. Ich mache es deswegen, weil ich der Meinung bin, wir wollen also letztendlich das Deutschland der Dürer erhalten, das Deutschland von Kant und Beethoven erhalten. Und das war eben nicht multirassisch. Da war eben, wenn ich damals eine Szene sehe, eine gemalte Straßenszene von vor 200, 300, 400 Jahren, da gab es eben nicht 10% Neger drunter. Ja, und ich will dieses Deutschland, was in der Jahrhundert, was jahrhundertelang die eigene Kultur bewahrt hat, was eine Eigenart ist, wo man sich heimisch fühlen konnte, das will ich bewahren. Dass das Ganze uns finanziell enorm schadet, diese ganze Ausländergeschichte, das ist mir herzlich gleichgültig. Ich habe nicht so eine starke Beziehung zum Geld, dass mich das irgendwie erschüttern könnte. Ich sehe es nur als Instrument. Und daran, das freut mich also. Ich sage, wenn es nur 280 Milliarden wäre, schöner, wenn die noch 350 Milliarden für die Ausländer geben oder 400 Milliarden. Denn dann bricht dieses volksfeindliche System schneller zusammen. Und das ist es so. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Wenn das schleichend weitergeht, wenn wir solche Entwicklungen, wie wir sie in den letzten 10, 15 Jahren haben, auch nur noch 10 oder 15 oder 20 Jahre weiter haben, dann ist es mit Deutschland restlos vorbei. Dann haben die Feindmächte, die, wie Hutten damals gesagt hat, 43, wir müssen die Deutschen aufmischen. Das aggressive Gen der Deutschen muss rausgemischt werden. Wir müssen die deutschen Männer rausnehmen und wir müssen ausländische Männer reinbringen. Oder diejenigen, die wie Nathan Kaufmann und wie Morgenthau gesagt haben, die Deutschen sind immer zu gefährlich, das deutsche Problem ist nur biologisch zu lösen. Die haben dann natürlich ihr Ziel erreicht. Die haben es ganz klar erreicht, wenn das noch 10, 15 Jahre so weitergeht. Und deswegen ist es eben so schön, dass sie so 4 Milliarden jetzt rausgeben, weil nämlich der Staat dann so viel schneller zusammenbrechen wird. Das Geld ist dann nicht mehr da. Und dann geht der Kampf um die Verteilung los. Und dann lässt sich der Deutsche auch nicht mehr durch einen Gerichtsvollzieher in die Tasche greifen, damit ihm das Geld weggenommen wird, um es einem Ausländern zu geben. Sondern sagt er dem Gerichtsvollzieher, entweder du kriegst eine Kugel in den Kopf oder du verschwindest jetzt. Wenn du deinem Ausländer weiterhin Geld geben willst und mir mein verdientes Geld abnehmen willst, dann bezahl es aus deiner eigenen Tasche. Oder der Bundeskanzler Kohl kann es machen oder Scharping oder wie er sonst wie heißen will. Die können das ja machen. Die sollen mit gutem Beispiel vorausgehen. Schmeißt das Bundeskanzleramt voll mit einer Zigeunersippe. Setzt Richard von Weizsäcker eine Afghanenfamilie in sein Haus. Ja? Die Pastoren sollen, die sich hier so für die Islamisierung einsetzen, jedem Pastor einen Mullah in sein Haus. Ja?
Jeder, der hier für Ausländer ist, wir brauchen nur ein Gesetz zu haben, jeder, der hier für Ausländer ist, der nimmt einen Ausländer auf in seine Wohnung und beköstigt ihn selbst. Dann wird das nämlich nicht anonymisiert. Dann ist derjenige, der für die Ausländer ist, der ist dann für seinen Ausländer auch zuständig. Er kriegt meinetwegen auch einen Orden, den ausländischen Verdienstorden am Band, wo so ein Bimbo drauf ist. Kann er ja haben. Kann er ja haben, aber er muss den dann also finanzieren. Er muss ihn unterbringen, er muss ihn ernähren, er muss seine Kleidung besorgen. Und wenn er kriminell wird, hat er die Kosten des Strafvollzuges für den Mann auch noch zu zahlen. So, und wer unter diesen Bedingungen bereit ist, Ausländer aufzunehmen, der soll seinen Ausländer haben. Ja, kann er ja gerne. Soll er haben. Aber ich bin absolut sicher, wenn wir das jetzt mal aus der Anonymität herausholen, wenn das nicht mehr in der Steuerlast allgemein versteckt wird, hier und da und dort ein Posten, sondern wenn jetzt der Einzelne selbst für den Ausländer zahlen muss, dann würden also diejenigen, die gestern noch mit der Kerze durchs Land gelaufen sind, sehr schnell sagen, also, das war ein Irrtum. Und wenn du meinst, du hast mich da gesehen, also, da saß ich vorm Fernseher. Das ist also, das kann überhaupt nicht sein. Und das Foto ist retuschiert, wo ich drauf bin. Also, das ist ein furchtbar Übelwollender, will mir da mitspielen oder sowas. Ich bin doch schon immer gegen, ihr wisst das doch, ich bin doch schon immer gegen diese Zuwanderung gewesen. Das wird sehr schnell kommen, wenn wir nämlich das aus der Anonymisierung der allgemeinen Steuerlast rausheben und individuell das sagen. Und das ist meine Aufgabe. Derjenige, der es haben will, der soll es bezahlen. Wer einen Ausländer beschäftigen will, soll als Unternehmer so eine Integrationssteuer von 50.000 Mark im Jahr bezahlen, um also die Kosten, die dieser Ausländer macht, abzudecken, dann kann er ihn ja gerne anstellen. Es geht aber nicht, den Profit aus dem Ausländer zu ziehen und die allgemeinen Kosten dann der Allgemeinheit aufzudrücken. Das geht nicht. Jedenfalls wäre es ungerecht. Aber diese Ungerechtigkeit wird eben gemacht. Und deswegen ist es so, dass Ritsche, Ratsche, Ritsche, Ratsche. Jeder Tag mehr, den wir hier in der Bundesrepublik leben, wird mehr an dem Ast gesetzt, auf dem die Bonner sitzen. Und sie sind ja fett genug. Der Ast wird schnell brechen. Da können wir absolut sicher sein. Die Leute, die heute da noch stehen und den großen Moralischen machen und wir müssten und wir sollten und wir können und wir dürfen noch nicht, die sind ja auch nicht betroffen. Es hat ja einer mal den Versuch gemacht, dem Genscher einen Asylantencontainer vors Haus zu setzen. Aus der Überlegung heraus, die Gemeinde war ja clever, die haben gesagt, der hat uns das eingebrockt. Die FDP war ja auch immer für eine liberale Ausländergesetzgebung. Der hat uns das eingebrockt, soll er doch selbst mal sehen, wie das ist. Ja, wenn da also die Zigeunerkinder bei ihm den Ball über den Zaun schießen und dann kommen sie bei ihm in den Garten und dann lassen sie gleich ein paar Sachen mitgehen, die da also im Garten drin sind. Sein Gartenzwerg ist dann plötzlich weg und sein Puttchen, was er da stehen hat, da wird dann drauf geschossen. So, soll er doch selbst mal erleben, der liebe Genscher. Er braucht es nicht zu erleben. Die haben sich abgesichert. Da kam natürlich kein Container hin. Das ist klar. Und Kohl kriegt auch keinen in seinen Garten. Aber in dem Moment, wir brauchen nur diese eine Forderung zu stellen. Jeder, der für Ausländer ist, geht mit gutem Beispiel voran. Richtig. Der braucht nur mit gutem Beispiel voranzugehen. Nicht so anonym, mit einem Leserbrief und, so und so. Ja? Das Schönste ist, man sollte mal so Schreiben vorbereiten, so mit offiziellem Briefkopf. Ich sage das jetzt nicht zur Anregung, sondern ich sage das jetzt nur mal als Überlegung, um zu sagen, was dann passiert. Eine Leserbriefzeitung in der Zeitung, entsetzlich diese Ausländerfeindlichkeit. Wir sehen das, der wird immer abgedruckt. Und in kleineren Gemeinden ist herauszukriegen, wo der Mann ist. So, einfach nur ein Schreiben, Freie und Hansestadt Hamburg, meinetwegen der Ausländerbeauftragte. Wir haben mit Freuden vernommen, dass Sie also nicht zu diesem Heer der Ausländerfeinde in unserem Volk gehören, den ewig Gestrigen, die nichts dazugelernt und alles vergessen haben. Wir freuen uns, denn Sie haben da ja einen so netten Leserbrief geschrieben. Mit Rücksicht darauf gehen wir davon aus, dass Sie nichts dagegen haben, dass wir unsere unmenschlichen Asylantenunterkünfte leeren hier und die Leute in menschenwürdige Umgebung einweisen. Sie bekommen also in 2 Tagen, kommt also Ali Afghasi aus Ghana, kommt also hin, wird sich bei Ihnen vorstellen, es ist ein sehr netter Mensch. Es läuft zwar ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Rauschgifthandel, aber wir können absolut sicher sein, dass sich sicherlich als falsch herausstellen wird. Er hat zwar etwas andere Lebensgewohnheiten, er schläft bis morgens um 12 und abends geht er erst um 2 ins Bett, aber auch das muss natürlich im Zuge einer Anpassung, vielleicht einigen sich auf 12 Uhr nachts dann und morgens aufstehen um 10. Auch das lässt sich sicherlich regeln mit etwas guten Willen und diesen guten Willen haben Sie ja bewiesen. Wir freuen uns also, Ihnen die Freude machen zu können, nun direkten Umgang mit Ausländern zu pflegen und aktiv Ausländerfreundschaft vorzuleben. Mit vorzüglicher Hochachtung der Ausländerbeauftragte. Ich möchte mal wissen, wie das bei den Menschen wirken würde. Ob er wohl nur einen Freudensprung machen würde und sagen, wie schön, das habe ich mir doch immer schon gewünscht, einen Ausland direkt hautnah, dem kann ich dann noch Deutschunterricht beibringen und. Oder ob er sagen wird, also so habe ich meinen Brief eigentlich nicht gemeint. Also, dass das nur die Folge hat, das ist nicht.
aber man muss sie beim Wort nehmen, die lieben netten Menschen. Und ich möchte nicht wissen, wenn sowas passieren würde, was dann also für ein Aufruhr bei diesen Menschen, die sich hier so philanthropisch geben, sein würde. Liebe Freunde, wir stehen vor einem Wendepunkt unserer Geschichte. Unsere Lage ist schlimmer als nach dem Dreißigjährigen Krieg. Im Dreißigjährigen Krieg sind 2/3 des deutschen Volkes ausgerottet worden, nur weil man sich darüber die Köpfe zerschlagen hat, ob nun also der Papst wichtig oder nicht wichtig sei und ob nun die Dreieinigkeitslehre so oder anders sei. Aber das war, viele Landstriche sind ausgerottet worden, da gab es keinen einzigen Menschen mehr, da gab es nur noch Tiere, Vögel und, ganze Wüsteneien gab es da, man weiß, da gab es mal Dörfer. Aber das alles konnte wieder aufgeholt werden, durch also einen Geburtenüberschuss. Und genauso kann natürlich also auch der Geburtenschwund des deutschen Volkes bei einer vernünftigen Familienpolitik, die wir machen würden, könnte natürlich also auch wieder umgekehrt werden. Auch das ist möglich. Was aber unumkehrbar ist, wenn sich hier große Zahlen von fremdrassigen Ausländern festsetzen, ihre Kinder hier bekommen, ihren Einfluss erweitern, Stadtteil über Stadtteil übernehmen. Das ist unumkehrbar, wenn das noch 10, 20, 30 Jahre weitergeht. Dann sind die eingeschmolzen, dann haben die alle einen deutschen Pass, dann gibt es Probleme über Probleme, wenn man versuchen wollte, jetzt auszusondern. Außerdem vermischen sie sich auch alle und dann ist also wieder das Riesenproblem, vor dem man steht. Da hat man dann Halbdeutschen und Vierteldeutschen und was auch immer. Wir wissen, wie uns das damals geschadet hat, auch im Ausland, dass wir da differenziert haben bei der Judenfrage, indem wir nun da also solche Klassen dann gemacht haben. Das ist dann praktisch unumkehrbar, wenn es so weitergeht. Und das ist, dieser Blutstrom bleibt dann drin. Der ist dann auch nicht mehr auszukehren. Da wird dann untereinander geheiratet. Und das ist also eine ganz, ganz große Gefahr. Wie gesagt, schlimmer und größer als die Gefahr des Dreißigjährigen Krieges. Und deswegen hat diese Ausländerfrage, diese Rassenfrage, haben diese nicht zu uns passenden Ausländer, man sollte besser Fremdlinge sagen, um das also von denen, die nur einen anderen Pass tragen, wie Österreicher oder Schweden, zu unterscheiden, haben diese Fremdlinge natürlich unsere allerhöchste Aufmerksamkeit zu gewärtigen. Wenn wir jetzt nicht da sind, wenn wir jetzt nicht aufstehen, wenn wir jetzt nicht Aufklärung betreiben, dann ist es wirklich vorbei mit Deutschland. Dann kann man nur noch nach Island auswandern. Und Island ist zu klein, um alle die aufrechten und unvermischten Deutschen dann noch aufzunehmen. Ich habe vor 20 Jahren habe ich so aktiv für die Wiedervereinigung gekämpft, dass ich im neuen Deutschland erwähnt worden bin. Und ich bin also zu DDR-Zeiten nie rübergefahren, weil ich also befürchten musste, verhaftet zu werden und absolut sicher sein konnte, dass die Bundesregierung mich nicht freikaufen würde. Die würden sich freuen, wenn ich da 5 Jahre hätte schmoren dürfen. Das heißt, da bin ich nie rübergegangen. Aber einige Jahre vor der Wiedervereinigung habe ich gesagt, es macht da ein System herrschen, wie will. Es gibt dort kein Rauschgift. Es gibt dort eine aktive Geburtenpolitik. Die Geburtenrate war immer um 1/3 höher als im Westen. Heute ist sie nur noch um 56% gesunken. Es gab also eine aktive Geburtenpolitik und das ist für das Überleben eines Volkes wichtig. Es ist nicht wichtig, ob ich Meinungsfreiheit habe oder nicht. Das ist nach 100 Jahren oder 150 Jahren längst vergessen, ob man da Meinungsfreiheit hatte oder nicht. Das ist völlig egal. Aber wie wir Kinder geboren wurden, das wirkt sich noch nach 50 und 100 und 150 Jahren aus. Und sie hatten eine vernünftige Ausländerpolitik. Sie hatten ein paar Ausländer, aber da gab es das Rotationsprinzip, kein Familiennachzug. Die durften sie nicht festsetzen, die wurden nach 3 Jahren wieder zurückgeschickt. Also auch da war eine vernünftige Sache, obwohl sie ja enormen Einbußen hatten durch die Abwanderung vor dem Bau der Mauer. Das heißt, es gab eine ganze Reihe von Dingen, die positiv waren. Und ich habe gesagt, wenn das so weitergeht, dann wandere ich mit meiner Familie in 10 oder 15 Jahren in die DDR aus. Ist mir völlig egal, ob dann da noch der Kommunismus herrscht oder nicht. Weil ich dann nämlich als Deutscher in Deutschland leben kann. Und weil es dann für mich wichtiger ist, in einem kommunistischen Staat zu leben, aber nicht meine Kinder belästigt zu wissen durch Ausländer, wenn sie in die Schule gehen, nicht immer fürchten zu müssen, wenn meine Tochter durch den Wald geht, dass sie also vergewaltigt wird, nicht fürchten zu müssen, dass die Kinder also schon Drogen angeboten bekommen mit 10 oder 12 Jahren, um sie rauschgiftabhängig zu machen. Alle diese Dinge sind eine viel größere Gefahr als der Kommunismus, die fehlende Meinungsfreiheit und selbst Bautzen. Das ist meine Auffassung schon vor einigen Jahren gewesen, das muss ich mal ganz klar sagen. Jetzt ist es so, wir haben die Wiedervereinigung, wir haben damit also auch die Verlegung von Ausländern in mitteldeutsche Gebiete, nur wir haben auch die Reaktion der Bevölkerung. Und in Bolzenburg beispielsweise gibt es keine Asylantenheime. Warum gibt es da keine? Die Ausländerfeindlichkeit ist zu groß. Und man kann aus Sicherheitsgründen, weil man die Dinge nicht rund um die Uhr bewachen kann, kann man dort keine Ausländerheime hinstellen, weil es dort zu viel Ausschreitung gegeben hat. Bolzenburg ist der erste ausländerfreie Landkreis der Bundesrepublik.
Wir wissen das mit diesen atomwaffenfreien Zonen, die da überall gemacht wurden. Und es gab dann noch so nazifreie Zonen, die haben also auch ein paar Pastoren gemacht. Ich bin der Meinung, wir sollten ein bisschen mehr ausländerfreie Zonen in Deutschland proklamieren, jedenfalls, oder asylantenfreie Zonen, um also klarzustellen, dass wir also mit diesen Asylbewerbern uns selbst, unsere Eigenart, bedroht sehen. Zusammengefasst, wir werden noch eine schlimmere Entwicklung bekommen. Auch die Nationalen werden noch mehr verfolgt werden. Die Verfolgung in der DDR war am schlimmsten im Jahr 88. Da ist wegen Kleinigkeiten verboten, verhaftet, eingesperrt worden, weil das System sah, dass es zusammenbricht und in einem letzten Aufbäumen sich noch zu retten versuchte. Genauso muss man jetzt diese ganzen terroristischen Maßnahmen gegenüber Nationalen hier bei uns sehen. Wir haben Verbote gehabt innerhalb von 2-3 Jahren von nationalen Organisationen, wie in der gesamten 30 Jahren der Bundesrepublik davor nicht. Denn innerhalb von 2 Jahren sind so viele Organisationen verboten worden, wie 30 Jahre davor nicht zusammengenommen. Wir haben eine Verschärfung dieses Auschwitz-Gesetzes bekommen. Und zwar problemlos auch durch die CDU. Kohl hofft dadurch dann die nächsten Wahlen nochmal zu gewinnen, weil er sagt, dadurch also dann die Unterstützung von Bubis zu gewinnen. Und das ist immer am allerwichtigsten hier in der Bundesrepublik, dass man Herrn Bubis auf seine Seite bringt. Das heißt also, wir werden dort auch in Zukunft verstärkt den Versuch sehen, die Nationalen mundtot zu machen. Aber wir als Nationale können sowieso nur Steine ins Wasser werfen, woraus sich Wellen ergeben. Die tatsächlichen Aktionen, die tatsächlichen Maßnahmen, sei es Demonstrationen wie damals bei den Montagsmärschen in Leipzig, sei es irgendetwas anderes, das wird vor Ort gemacht werden. Und das wird sich aus der Situation heraus ergeben. Auch in Rostock war es so, dass in Rostock das Asylantenheim angegriffen wurde, nachdem dort eine Rostockerin in dieses Asylantenheim verschleppt worden war, 6 Stunden vergewaltigt worden war und dann aus dem Fenster gesprungen ist, um sich vor denen zu retten. Und dann haben die den Angriff gemacht. Diese Geschichte davor hat natürlich im Fernsehen keiner berichtet, das ist ganz klar. Aber die Rostocker im Stadtviertel wussten das und haben gesagt, das kommt weg. So, und wenn das hier, ich wünsche das nicht, aber ich befürchte, dass es eben zunehmend mehr in der Umgegend von Asylantenheimen kommt. Auch in Hamburg ist es so schon gewesen, dass dort Frauen an der Bushaltestelle rein verschleppt wurden in Asylantenheime und dort also vergewaltigt wurden. Das spricht sich aber rum. Im Stadtviertel spricht es sich rum. Die Medien schweigen es tot. Aber es kommt eben zu häufig vor, diese ganzen Verbrechen. Und den Bonnern mache es gleichgültig sein, ob diese Verbrechen tagtäglich passieren. Den Bonnern mache es gleichgültig sein, ob auf einen toten Ausländer 20 tote Deutsche kommen. Den Bonnern mache es gleichgültig sein, ob wir Milliarden und Abermilliarden unserer sauer verdienten Steuergelder dem Ausland und den Ausländern in den Rachen schmeißen. Uns ist dies aber nicht gleichgültig. Und jetzt ist es nur eine kleine Zahl, die dieser Meinung ist und aktiv dafür eintritt. Viele, viele, viele sitzen an Stammtischen und reden drüber. Bald wird es aber viele geben, die nicht nur an den Stammtischen sagen, das muss anders werden, sondern die auf die Straße gehen und sagen, das muss anders werden. Und diese kleine Zahl derjenigen, die heute letztlich das Deutschtum noch aufrecht erhalten, diese kleine Zahl wird sich vermehren, sie wird zur Lawine anwachsen und sie wird dieses ganze deutschfeindliche System hinwegfegen, sodass wir dann das bekommen, was wir alle wollen, ein deutsches Reich, frei, unabhängig, das seine eigenen Interessen vertritt und unser deutsches Volk schützt.